behold His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Let's magnify the Lord so that He is seen more clearly. Psalm 34, verse 3. Let's exalt His name together by living pure and holy. Psalm 34, verse 3. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. And let us exalt His name together. So, heute haben wir uns wieder eingefunden zu unserer Bibelstudie Nummer 15. Das wusste ich noch. Ah ja, stimmt. Letztes Mal war Anfang Kapitel 7 in der 14. Studie. Da habe ich noch gesagt, 7 und 14, wie das zusammenpasst. Und dann hatten wir das ja auch viel über Zahlen letztes Mal geschnackt. Ja, heute sind wir, das heißt meine Persönlichkeit und der Michael und der Viktor, haben wir uns hier eingefunden, um die nächste Lesung zu machen in der Schlachterbibel. In der Bibelstudie über das Kapitel Genesis, also Kapitel 7, den nächsten Teil. Und ich weiß nicht genau, wo wir aufgehört haben, aber ich würde mal vorschlagen, dass wir anfangen in Kapitel 7, Vers 11. Ich habe nochmal ein schönes Bild hier damit beinehmen. Und die anderen beiden sind übrigens da und werden sich mit ihrem Mikrofon immer zuschalten, sobald sie das wollen. Und ich werde mal anfangen zu lesen. Und dann lesen wir mal hier im das Gericht der Sintflut ab Vers 11. Im 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich. Und es regnete auf der Erde 40 Tage und 40 Nächte lang. An eben diesem Tag war Noah in die Arche gegangen mit Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen, und mit seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhne. Sie und alle Wildtiere nach ihrer Art und alles Vieh nach seiner Art und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, nach seiner Art, auch alle Vögel nach ihrer Art, jeder gefiederte Vogel. Und sie gingen zu Noah in die Arche, je zwei und zwei, von allem Fleisch, das Lebensodem in sich hatte. Die aber hineingingen, Männchen und Weibchen, von allem Fleisch, kamen herbei, wie Gott ihm geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Diesen Teil hatten wir sicher schon gelesen. Das erinnere ich mich noch, dass wir über die Zahlen gesprochen haben und über die Haustiere, wie hier in Fußnote 2 vermerkt steht in der Schlachterbibel online. Und dann lesen wir weiter in Vers 17. Und die Sintflut war 40 Tage auf der Erde. Und die Wasser schwollen an und hoben die Arche hoch, so dass sie über der Erde schwebte. Und die Wasser wurden so gewaltig und nahmen so sehr zu auf der Erde, dass die Arche auf den Wassern dahinfuhr. Ja, die Wasser nahmen so sehr Überhand auf der Erde, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. Die Wasser stiegen noch 15 Ellen höher, nachdem die Berge schon bedeckt waren. Nun, ich denke, hier ist es vielleicht sinnvoll, einmal kurz einzuhalten und die Verse ein wenig tiefer zu analysieren. Dass wir die Sintflut 40 Tage auf der Erde hatten, darüber hatten wir letztes Mal gesprochen, und wo die Zahl 440, 400 für steht. Aber hier lesen wir, das finde ich einmal ganz interessant, die Wasser schwollen an und hoben die Arche hoch, sodass sie über der Erde schwebte. Ich habe noch nie den Ausdruck gehört, dass ein Schiff darum, weil es im Wasser schwimmt, über der Erde schwebt. Also das finde ich einen sehr interessanten Ausdruck hier gewählt. Ich habe nun mein E-Sort noch nicht aufgemacht, das werde ich gleich mal eben nachholen. Und dann können wir mal eben schauen, was E-Sort dazu sagt, wie das englische Wort ist, oder besser gesagt, wie das original hebräische Wort ist.
Und wie das dann im Englischen übersetzt wird in der König James Bibel, dafür ist eSort ein sehr gutes Instrument, um die Bibel in der Hinsicht da zu lernen. Also Genesis Kapitel 7 und dann saßen wir in Vers, was war das jetzt? Vers 17. Ne? Vers 17. Dann schauen wir mal in Vers 17. And the flood was 40 days upon the earth, and the waters increased and bare up the ark, and it was lift up above the earth. Ja, okay, das ist also, wenn man das jetzt ins direkte Deutsche übersetzt, wurde drüber gehoben, das hat nicht viel mit Schweben zu tun. Ne? Bear up, haben wir hier das Wort Norsa oder Nafsa, eine primitive Wurzel, zu heben, in einer großen Varietät, also Möglichkeit von Applikationen, sowohl wörtlich als auch figürlich gesprochen, absolut und relativ. Und so weiter. Carry, also zu tragen, beinhalten und so weiter und so weiter. Das ist das Wort bear up mit dem mit der Wurzel H853. Name is such unrepresented in English. And the demonstrative sense of entity. Also im demonstrativen Sinn einer Sache, das sich erhebt. Also aus dem Englischen geht das nicht hervor, dass man ins Deutsche eine solche Übersetzung rechtfertigen kann, finde ich zumindest nicht, wie hier drin steht, von die Erde, die Arche schwebte oder dass die Arche über der Erde schwebte. Ich finde, das ist ein wenig Gedichtsprache. Wie würdet ihr das sehen? Ja, ist das nicht auch irgendwo unter diesem Kontext zu sehen, vielleicht, wie du das letztes Mal auch angeführt hattest, dass es das erste Mal war, dass es überhaupt geregnet hat und dass überhaupt die Art und Menge von Wassermassen über die Erde hin, ja, hinweggespült wurden? Ja, nun persönlich. Das ist vielleicht dann, das ist dann irgendwo so, ich meine, ja gut, ist es dann irgendwo schon wieder so, geht so ein bisschen in die Interpretationsebene rein, ne? Also ich bin mal der Meinung, dass es Schiffe durchaus schon gegeben hat, dass die Menschen durchaus schon die Küste kannten, auch wenn wir natürlich von der Zeit vor der Flut sprechen und das heißt also, dass wir auf der Erde nur ein einziges Stück Landmasse hatten und nicht die Kontinente, wie wir sie heute haben. Das ist ja ein Ergebnis nach der Sintflut, da sprechen wir ja später noch drüber. Nichtsdestotrotz bin ich ziemlich sicher, dass es durchaus schon Schiffe gab. Sonst hätte ja auch wahrscheinlich Noah sich ganz ordentlich am Kopf gekratzt. Was soll ich bauen? Eine Arche, ein Schiff? Was ist denn ein Schiff? Das kenne ich ja gar nicht. Und die Leute haben ja auch nur gelacht, dass er ein Schiff auf dem Land gebaut hat, nicht damit, dass er ein Schiff gebaut hat. Also das kannten sie schon. Okay, es hat noch nicht geregnet, das ist richtig, das hast du ganz richtig gesagt. Aber ein Schiff, denke ich, kannten die schon. Und selbst wenn es jetzt kein Meeresschiff war, dann gab es ja vielleicht irgendwo auch ein Binnengewässer. Es gab ja Flüsse, das wissen wir ja. Und auch Flüsse kann man ja mit Schiffen überqueren. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass das also schon irgendwie was Bekanntes war. Deswegen finde ich trotzdem, dass eine ziemliche dichterische Freiheit, das zu übersetzen, dass die Arche über der Erde schwebte. Wenn wir das heute lesen, dass etwas über der Erde schwebt, womit, was stellen wir uns denn dann vor? Dann stellen wir uns etwas vor, was durch die Luft fliegt und über der Erde schwebt, in der Luft. Das war ja eben auch so ein bisschen den Punkt, den ich ansprechen wollte. Ne? Also für die Leute damals, derjenige, der das eingegeben bekommen hat, ja, ich weiß nicht, das war vielleicht so damals, ja, ich sag mal, ein noch nie da vorher gewesenes Ereignis, sowas in der Art, ne? Tja, wie auch immer, ich finde das jedenfalls eine ziemliche künstlerische Freiheit, die sich hier genommen wird. Sicher im Vergleich zu, wenn ich das Englische lese. Da geht es mir ja drum, Victor. Es geht mir ja nicht darum, dass man im Englischen vielleicht, also im Originaltext, was ich ja hier im eSort gezeigt habe, dass man da sagt, hier gibt es irgendwelche Worte, die man so erfindet, sondern hier steht ja ganz deutlich, und die Flut war 40 Tage auf der Erde und die Wasser nahmen zu und hoben die Arche und die Arche war hochgehoben über der Erde.
natürlich war sie hochgehoben über der Erde, auf das Wasser. Aber eben, sie schwebte nicht. Also von daher. Wie gesagt, ich will ja auch keinen großen Punkt von machen. Ich finde lediglich, dass das irgendwie ein wenig dichterische Freiheit ist, mit diesem Text den so zu gebrauchen. Aber für mich ist das wieder mal Schlachter live. Das heißt, die Schlachterübersetzung heißt jetzt Schlachter 2000. Ja, gehe ich jetzt recht in der Annahme, wenn ich so frage wie bei Robert Lemke, was bin ich, gehe ich recht in der Annahme, dass sie vielleicht ein bisschen einfacheres Deutsch benutzt? Denn das ist ja echt ein bisschen Prosa da. Für mich ist dieses englische Lift Me Up insofern passend, dass ich mir dann halt vorstelle, dass dieses, dass es ja durchaus etwas Erhabenes hat, wenn da die Arche quasi auf dem Wasser rauscht und eben, wie soll ich sagen, es war ja kein Menschending, es war ja nicht aus Grund eines Menschengedanken entstanden, sondern es war ja ein göttlicher Befehl, der da kam. Und daher finde ich dieses englische To Lift Up eigentlich sehr, sehr passend, weil es auch natürlich ausdrückt, dass irgendetwas da ist, was eben nicht höherrangig ist als das, was da im Wasser dann halt irgendwo ist, sondern da ist halt jemand, der wurde emporgehoben, weil er eben rein war. So, also du bist einverstanden mit der Übersetzung von Lift überschweben dann? Ja, mit dem Schweben bin ich unglücklich, ja, natürlich. Ja, eben, ich auch. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit probiert deutlich zu machen, ja. Genau. Aber ich finde es halt einfach so, das ist ja eine Schlachter 2000-Übersetzung und ich denke, alle Bibelübersetzer versuchen sich irgendwie so ein bisschen ihre eigene Note da reinzubringen und das ist bei der Schlachter halt nicht gerade wenig, was da an Freiheit da gewährt worden ist. Aber mir gefällt dieses englische To Lift Up eigentlich am besten, weil es eigentlich einen mechanischen Vorgang ausdrückt, nach dem Motto, ja klar, das Wasser drückt gegen den Boden des Schiffes und hebt es empor, ganz klar. Sonst würde ja ein Schiff ja auch nicht zu Wasser gelassen werden. Aber es kann ja natürlich auch in dem Kontext heißen, dass der Befehl vom Allerhöchsten ergangen, zu Noah sich eine Arche zu bauen, and he lifted him up. Also die Flut hat das Schiff emporgehoben. Und damit ist es natürlich auch so ein bisschen allegorisch vielleicht gemeint hier. Ja, also er ist halt der Verwüstung entgangen, ja, weil er halt einfach auf Gott gehört hat und sich ein Floß oder ein Schiff gebaut, eine Arche gebaut hat. Und das ist eben dieses Lift Up, kann man sicherlich auf der einen Seite ja physikalisch sich vorstellen, auf der anderen Seite für mich auch eine leise Andeutung dazu, dass es halt ganz klar ist, dass jetzt alles das, was in der Arche ist, durch Gottes Befehl entstanden ist und beschützt ist und beschirmt ist und deswegen halt von dieser verwüsteten Erde beschützt und hinweggetragen wird nach oben. Ja? Das ist für mich eine schöne Allegorie, finde ich. Vor dem Abgrund bewahrt. Ne? Ja, also hier haben wir jetzt mal eben im Bild die Schlachter 1951. Das ist also die vorhergehende Schlachter, die ja teilweise noch auf den nicht korrekten Texten beruht und da liest es sich halt, da sich aber die Sündflut 40 Tage auf die Erde ergoss, wuchsen die Wasser und hoben die Arche, dass sie über der Erde schwebte. Ah, wo habe ich die Hupe? Ja, wenn du so brüllst, brauchst du sie nicht mehr, dann bist du schon da. Die Sündflut. S-Ü-N-D-F-L-U-T. Sündflut steht da. Ja, von Sünde. Ja, eben. Ja, eben, sollte man ganz, denke ich mir, ganz, ganz fett rot unterstreichen. Ja, und hier steht es Sintflut. Eben, deswegen schreie ich ja gerade zu laut. Naja, das ist mir schon aufgefallen. So. Und die Wasser wurden so groß und nahmen so sehr zu, dass die Arche auf dem Wasserspiegel dahin fuhr. Wenn wir schon mal Bibeln vergleichen, dann können wir mal eben sehen, ob ich nicht irgendwo noch... Oh nee, die Luther habe ich hier nicht mehr drin. Da muss ich hier mal eben gucken. Ich habe die Luther... 1545 habe ich auch noch hier, warte mal, Altes Testament, hier ist er. Wollen wir die mal eben aufmachen, gehen wir da mal eben in Genesis Kapitel 7. So, und in der Luther 1545 heißt es, da kam die Sintflut 40 Tage auf Erden und die Wasser wuchsen und hoben und huben den Kasten auf und trugen ihn empor über der Erde.
Also nahm das Gewässer überhand und wuchs sehr auf Erden, dass der Kasten auf dem Gewässer fuhr. Also entschuldige bitte mal, aber das finde ich poetisch und super schön geschrieben in alter deutschen Weise und finde ich an die Isort, also aus dem Original Hebräischen, wie wir das im Englischen gelesen haben, am dichtesten beikommende Übersetzung. Ja? Und eben auch die Sintflut. Ne? Ja, im Endeffekt Sintflut von Englisch Sin, Sünde, S-I-N. Ja, ja, genau, ja, absolut. Nur weiß ja kaum einer, warum die Sintflut Sintflut heißt. Und wenn da in der Schlachter 1951, ja, wenn da halt steht Sintflut, dann weiß da jeder Deutschsprachige, was gemeint ist. Da, witzigerweise, jetzt müsste ich mal eben gucken, da fällt mir doch was ein, da gab es doch einen Film von Hildegard Knef, so einen ganz verruchten Film, der hieß Die Sünderin. Ich wollte gerade sagen, Die Sünderin sicher, ne? So aus den 50er Jahren, ne? Wo sie sich so halbnackt gezeigt hat, was, glaube ich, in Deutschland für großen Aufruhr gesorgt hat, ne? Ja, das ist jetzt wieder vor Victors Zeit. vor meiner auch. Hildegard. Ich glaube, sie war jetzt nur oben ohne. Also, ja, ja. Ich sag ja, halbnackt. Was ist denn oben ohne? 1951 war der Film. Siehst du, war auch vor meiner Zeit und vor deiner. Also tu mal nicht so, ja, als ob das nur vor Victor seiner Zeit war. Nein, aber ich kenn's es. Ich kenn's ja wenigstens noch. Und ich glaube, dass heutzutage der Film ja keinen mehr hinterm Ofen hervorlocken würde. Aber der Punkt ist, Sünder, Sünderin, Sünde ist heutzutage schon so gesellschaftsfähig geworden. Jetzt auch der Begriff, wenn ich in den Supermarkt gehe, da steht dann drauf, die süße Sünde, die kleine Sünde und so weiter und heute schon gesündigt und so weiter. Es wird da so ein Spaß mitgemacht. Aber Sünde heißt im Endeffekt ein Nicht-Einhalten des Gesetzes. Und alle Leute sozusagen, die durch die Sintflut hinweggetan worden sind, haben das Gesetz nicht erfüllt und waren eben nicht rechtschaffend. Und wenn man sich dann überlegt, das ist zumindest mein erster Gedanke, als du mit dem Kapitel gestartet hast, dass insgesamt total unterm Strich nur 8 Menschen überhaupt in dieser Arche gewesen sind, in dem Kasten, in dem Kaster, ja, dann ist es nicht allzu viel. Selbst wenn da auf der Zeit vielleicht nur 100.000 Menschen gelebt haben sollten oder wie auch immer. Aber wir reden von einer ganz, ganz geringen Anzahl. Und ist es heutzutage nicht ähnlich wenig? Tja, wahrscheinlich ja. Man könnte sich ja beinahe fragen, wie Gott an 144.000 kommt, ne, am Ende der Zeit. Ja, und unser Lebenswandel war ja nun auch nicht frei von Schimpf und Schande und Tadel. Also von daher finde ich es halt einfach schon interessant, hinzugehen und dann zu sagen, wer setzt heutzutage denn noch die Sintflut mit der Sünde und die Sünde mit der Bibel gleich? Hm. Da sind die Leute ja von der Allegorie her und von der Kombinationsgabe her meilenweit von weg. Wenn ich zu irgendjemandem sage, ja, da ist aber Sünde, dann ist mir, ja, wie? Ja. Deswegen fand ich den Satz gerade gut. Ich fand es wirklich gut, dass in der alten Schlachter die Sintflut drin stand, weil dann beim Betrachten und beim Lesen der alten Bibel halt eher der Sinn überhaupt klar wird, ja, der Sintflut. Ja. Richtig. Ich mache gerade eben mal meinen Browser auf, und zwar die Geschichte von den Dingen, die ich geschaut habe. Ja, stell dir mal vor, der hätte es 1951 zu Hildegard Knef gesagt, du, ich mache mal eben meinen Browser auf. Dann hätte die zu mir gesagt, wie, hast du noch nicht geduscht? Ja, aber so siehst du doch, wie die Sprache im Laufe der Zeit völlig verhunzt wird. Ja, stimmt. Vor allen Dingen mit diesen ganzen englischen Termen, ne, die Anglizierung, die wir gebrauchen. Wo ist denn jetzt dieses blöde Video? Ich wollte das. Ja, dann sagt ein Jugendlicher zu mir, ja, da habe ich eine App für. Dann frage ich, was heißt denn App? Ja, und schon kommt das große Fragezeichen. Ja, das kennen die meisten, das wissen die meisten ja gar nicht, dass das eine Abkürzung ist von Application, Zupassung im Grunde. Also ja, warte mal, wo ist denn jetzt dieses blöde Video, ey? Ich fand das so toll. Ich habe das gestern Abend, als ich zu meinem Kunden gefahren bin im Auto, habe ich das gehört. Eins davon, aber habe ich das jetzt hier nicht geguckt oder was? Wo ist denn das hier? Vielleicht habe ich es mit einem anderen. Hier, das ist es. Man's Natural. The following sermon by Man's Natural Blindness in the Things of Religion, Jonathan Edwards, von 1740, eine Predigt, ja. Ganz, ganz toll. Leider ein klein wenig schnell vorgelesen.
Und das war das eine. Und das andere, da müsste ich mal eben gucken, ob das hier in den Vorschlägen drin steht, weil den Titel vergesse ich immer. Hier, God's Sovereignty and the Salvation of Men. Das ist ein ganz, ganz tolles Video. Das kann ich jedem nur anraten, sich mal anzuhören, der Englisch kann. God's Sovereignty das habe ich mir and heute, the Salvation of Men. Komm, das habe ich mir heute im Auto angehört, als ich auf dem Weg war, unterwegs war in der Arbeit. Und das spricht also über die Sünde, über den Menschen, der erlöst werden muss und über die Souveränität Gottes und wie gerecht Gott ist und warum er einige Menschen erwählt und andere nicht und so weiter und so weiter. Ein unglaublich spannendes, unheimlich interessantes Thema. Ich werde mal die Links dazu in diese in dieses Video mit reinarbeiten, dass man sich das dann halt anklicken kann und mal anhören kann. Und wir können das nachher auch gerne ins Gesprächsforum in unserer Skype-Gruppe reinkleben, dass sich einige Leute das anhören können. Wie gesagt, ich bin nicht einverstanden mit dem Kanal. Nicht? Der Kanal hat unglaublich viele Falschlehren auch. Ne? John MacArthur und all so ein Blödsinn steht damit drauf und A.W. Pink. Aber dieses Ding hier, und da werde ich mich auch mal erkundigen, ich möchte mir die, das sind Audiobooks hier und die Predigten von dem Jonathan Edwards, die will ich mir mal auf Englisch besorgen und die werde ich dann auch vielleicht mal einlesen und vielleicht kann man die auch mal übersetzen. Das ist so toll, echt wirklich, also muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich noch immer ganz stark beeindruckt von, was ich das heute gehört hatte. Und das schließt so an das an, was Michael gerade eben gesagt hat, deswegen erwähne ich das jetzt mal eben. Ne? Sündflut und Sünde und eben, dass die Menschen sich davon bewusst sind und oder auch nicht. Und wie die Errettung ist und warum die Errettung ist, wie sie ist und die Gerechtigkeit und. Also wirklich ganz, ganz toll. Und wie gesagt, aus dem 18. Jahrhundert, ne, von 1740 irgendwann, ist das damals gelesen worden. Also natürlich, dieses Video ist nicht gelesen, aber das, ne, die Predigt ist niedergeschrieben. Ja, wer hört sich das heute noch an? Ne? Ja, ich zum Beispiel. Ja, gut, okay, aber jetzt Anwesende ausgenommen und auch die Leute, die diese Bibelstudie und andere Dinge verfolgen, aber wen kriegst du damit hinterher rausgelockt? Ne? Du kriegst und da keinen Hinterofen vorgelockt, meinst du? Ja, ja, und das ist ja mit allen Büchern so. Also Bücher zu lesen ist total out. Interessanterweise finde ich es auch teilweise einfacher, Bücher vorgelesen zu bekommen, weil viele Dinge ja noch in der altdeutschen Frakturschrift geschrieben sind zum Beispiel. Und einige andere Gründe mehr. Und du hast eben gesagt, dieses Video ist ein bisschen schnell. Kleiner Tipp dazu, es gibt bei YouTube so eine Zeile unten, wenn man auf dieses Rad klickt, kann man nicht nur die Auflösequalität einstellen, sondern auch die Wiedergabegeschwindigkeit einstellen. Genau da. Ja, wenn du da drauf schreibst, auf anstatt normal 0,25, 0,5, 0,75 oder genau. Schneller. Ja. Genau. Ja. Ja, damit kann man beiderseits operieren. Wenn man halt irgendwelche Sachen ganz schwer versteht, dann mache ich es extrem langsam an der Stelle und spule zurück. Wenn es ganz langsame Vorträge sind, gehe ich immer hin und stelle das Ding auf 1,25. Dann habe ich mal die Geschwindigkeit immer so, kann ich mir die einstellen, wie die für mich eigentlich am geeignetsten ist. Ich finde das eine super Sache. Also, wie gesagt, man kann ja auch dann sich mal den Kanal angucken, aber er schreibt das hier schon mit rein. Er hat solche Sachen auch dran, wie zum Beispiel A.W. Pink. Ja, und A.W. Pink ist also absolut abzuraten. Dann gibt es ja noch andere, weil die hat er jetzt nicht erwähnt hier. Auf jeden Fall, es geht nicht um den Kanal, es geht wirklich hier um die Jonathan Edwards Predigten, die man sich mal anhören muss. Ich muss mal sehen, ob ich das hier irgendwo finde oder ob ich das dann irgendwo schriftlich im Internet finde, dass ich mir das dann mal runterladen kann. Ich war sehr beeindruckt davon und das dauert, also je weiter ich in meinen Studien komme, desto mehr muss man schon auf den Tisch knallen, bis ich beeindruckt bin. Aber hier war ich wirklich von beeindruckt, von den Predigten von dem Jonathan Edwards. Auch wenn ich nicht alles hundertprozentig verstanden habe, weil es, wie gesagt, es ging teilweise ganz schön schnell. Aber ist ja auch wurscht, wir wollen jetzt auch nicht zu weit abweichen. Wir wollen ja eine Bibelstudie machen. Wir sitzen im ersten Buch der Bibel, in Genesis, in Kapitel 7. Wir lesen über die Flut. Und wir hatten da richtig schön gerade eben gesprochen von, okay, es heißt auch Sintflut hier, ja, von Sünde, ja, was hier auf der Schlachter 2000 weniger ersichtlich ist als zum Beispiel in der Luther 45. Da heißt es auch Sintflut und in der Schlachter
51, da heißt es Sündflut. Also so kann man auch mal sehen, auch obwohl die Schlachter 51 halt eine Bibel ist, die nicht 100% auf den Originaltexten beruht, dass hier und da Worte darin sind, die in dieser Version besser übersetzt sind als in der neueren Version, die wohl auf den richtigen Texten basiert. Einfach weil die Übersetzer sich eine andere Übersetzungsfreiheit genommen haben, sage ich jetzt mal so. Ne? Und ich muss Michael da hundertprozentig zustimmen, das Wort Sündflut, wie es hier steht, macht so viel mehr Sinn als Sintflut, was aus dem Englischen abgeleitet ist von Sin wahrscheinlich. Ja, ja, wobei das Originalwort in Genesis 7,17, and the flood was 40 days upon the earth, ist als H399 gekennzeichnet, Mabul, in dem Sinn einer Flut. Also es ist jetzt tatsächlich nur so eine... Deluge. Das ist, Deluge ist Überflutung. Ne? Wie wir auch heute zum Beispiel haben. Ich weiß nicht, ob du damit bekannt bist, Michael, der Kanal... jetzt komme ich wieder nicht auf seinen Namen. Jedenfalls, ich bin darauf abonniert mit meinem Zweitkanal. Der hat früher sehr viele Videos gemacht von den 7-Tags-Adventisten. Der lädt jeden Monat ein Video hoch über die Wetterzustände und sowas, also über Erdbeben, Vulkanausbrüche, Hagel und Regen und Sturm und Schnee in der Wüste und all so ein Kram aus der ganzen Welt zusammengetragen. Jeden Monat ein Video von rund 20 Minuten, wo er dann die ganzen Clips drin zeigt. Und da wird eben auch immer bei diesen starken Regenfällen von Deluge gesprochen. Genau das, was ich gestern Abend mitgemacht habe. Ich bin gestern Abend von Flimmeren, also in der beinahe an der holländischen Grenze, 100 Kilometer zum Kunden gefahren, von dahin, von hier aus und dann abends wieder zurück. Aber das hat gegossen. Das habe ich in den ganzen 35 Jahren oder mehr noch nicht erlebt, dass ich einen Führerschein habe. Ja, mein Führerschein jetzt seit 1985. So ein Guss über 60 Kilometer Strecke, dass ich auf der Autobahn teilweise mich nicht getraut habe, schneller als 70 zu fahren. Wegen Aquaplaning. Also und nicht nur ich, andere auch. Ja, nachts zwischen 12:30 und 13:45 bin ich gefahren. Kann das sein, dass der Kanal heißt World of Science? Nee. Okay. Ist ja auch nicht so. Können wir vielleicht nachher noch eruieren. Ich kann es mal eben nachschauen, wie er heißt. Ist ja kein Problem. Ich kann das hier eben aufmachen. Und dann kann ich ja gucken. Ich bin ja auf den abonniert. Und dann gucke ich mir das an. Ich meine, Adam 1984 ist das, glaube ich. Wenn ich da jetzt nicht ganz verkehrt mit bin. Wie gesagt, Adam 1984 ist... die Hauptprotagonist einer Science-Fiction-Serie des tschechoslowakischen Fernsehens, vom selben Produzenten, glaube ich, von Pantau sogar. Das heißt die Besucher. Da ist nämlich genau die Hauptfigur Adam 1984. Gut, so viel dazu. Ich habe früher viel Fernsehen geguckt. Der Kanal hier ist das. Adam 1984. Ja. Hier, diese Videos hier. End Time Biblical Science, April 2019. Also das ist jetzt das letzte ist veröffentlicht vor 3 Wochen. Und geht halt um die Wetterumstände und solche Wetterphänomene und solche Sachen, totangeschwimmte Wale und Erdrutsche und sowas, was wir hatten im April. Hier vor sieht man das von im März. Und jetzt ist ja, heute ist der 6. Juni, also das wird dann wohl noch ein paar Tage dauern. Dann kommt das von Mai raus, kann man sich da wieder angucken. Und da sprechen sie halt im Englischen auch immer von Deluge, das Wort hier. Und meinen damit also diese furchtbar starken Regenfälle, die da passieren. Und das ist eben das Wort, was hier dem Mabul zugrunde liegt, als hebräisches Wort in dem Wort, was sie hier gebrauchen, Flut. Ja? Und da spricht hier noch immer von der Sintflut, ne? Also ich wollte gerade sagen, ne? Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, der Begriff oder der Bezug zur Sünde ist eben da im Englischen nicht da, also in der englischen Übersetzung nicht da. Nee, das stimmt. Der ist hier in diesem Satz so direkt nicht da. Und die Flut war 40 Tage auf der Erde und so weiter. Na, nee, das stimmt. Das stimmt. Da ist der Bezug. Ich meine, gut, klar, der Herr hat gesagt, er will halt alles vertilgen. Also von daher ist es ja schon im übertragenen Sinne eine Sündflut. Ne? Also eine Flut, die Sünde dann sozusagen unter sich begraben soll oder auslöschen soll auf dieser Erde. Naja, aber selbst heute noch, Michael, wenn wir darüber schnacken jetzt, über die Terme, also über die Worte, die Termen, die
Thermen, die man gebraucht. Ist das richtige Wort, ne? Therme. Ich habe es jetzt nicht über eine Heizungstherme oder so, sondern über die Thermen. Ohne H, genau. Ja, yeah. Genau. So. Auch heute im Englischen spricht man noch über the Great Flood, ne? Über die große Flut, wie sie zum Beispiel über den Ersten Weltkrieg, über den großen Krieg, the Great War sprechen. Ein englisches Wort für Sintflut, wie wir es im Deutschen gebrauchen, Sintflut oder Sündflut, gibt es im Englischen nicht oder habe ich zumindest noch nie gehört. Davon mal abgesehen, ne? Ist auch also, interessant, ne? Das zu bemerken. Ne? Zumindest kennen die unter 20-Jährigen den Ausdruck noch, nach mir die Sintflut. Ja, das ist richtig. Den dürfte selbst der Victor noch kennen, ne, Victor? Na, der ist vielleicht. Ja, das ist korrekt, richtig, ja. Den kenne ich ja, auch. Ja. Ich glaube, heute hat man das sogar noch so weit jetzt gesteigert, dass man sagt, also nicht mehr nach mir, sondern ich bin die Sintflut, ne? So? Ich bin die Sintflut. Das habe ich noch nicht gehört. Oder? Das war jetzt noch die Steigerung. Also das ja, es wird auf jeden Fall zu der heutigen Zeit total passen. Ja, das glaube ich auch, ja. Na gut, lesen wir mal weiter. Machen wir hier die Bilder mal wieder, wie sie sein müssen. Nachdem dann in einer amerikanischen, extrem bekannten Comic-Serie das fliegende Pferd Rainbow Dash heißt, das dann zufälligerweise auch noch von einer Frau gesprochen wird, mich kann ja gar nichts mehr erschüttern. Also. Jetzt habe ich leider überhaupt keine Ahnung, wovon du im Augenblick sprichst. Ja, ist auch nicht schlimm. Ich wollte auch keine Werbung machen, aber es ist schon interessant, wenn ein geflügeltes Pferd, also ein Pegasus, in allen Regenbogenfarben schildert, das Viech Rainbow Dash heißt, der schnellste Flieger der Welt ist und als männliches Pony noch eine weibliche Stimme bekommt. Also ich meine, wo soll ich denn da noch anfangen? Ja, ach. Das ist manchmal schwierig, ja. Gut, dann lass uns mal weitergehen mit dem Analysieren des Bibeltextes. Ja. In Vers 18, und die Wasser wurden so gewaltig und nahmen so sehr zu auf der Erde, dass die Arche auf den Wassern dahin fuhr. Ja, die Wasser nahmen so sehr überhand auf der Erde, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. So, und jetzt kriegen wir hier einen Satz. Da werden viele Leute sagen, ha, guck mal, der Jörg, der Blödmann, der glaubt, die Bibel ist wörtlich zu nehmen und dass die Wasser so hoch waren, dass die ganzen Berge bedeckt waren. Der Mount Everest ist 8000 Meter hoch. Weißt du, und so hoch kann der Wasser doch gar nicht gestiegen sein. Die Menschen verstehen nicht, dass wir damals eine andere Erde hatten, als wir sie heute hatten. Es gab vor der Sintflut keinen Mount Everest. Ja, jetzt können Sie sagen von Jörg, wie willst du das denn wissen? Warst du dabei? Nee, aber ich kann logisch denken. Es gab damals eine Landmasse. Und diese eine Landmasse wurde überschwemmt. Natürlich gab es Berge oder Hügel, ja? Es gab natürlich Berge, aber es gab keine Berge so hoch wie das Himalaya-Gebirge, wie wir das heute kennen. Oder das Andengebirge in Südamerika. Oder das Alpengebirge in Europa. Oder welche anderen großen Gebirge man vielleicht noch auf der Welt aufzählen kann. Ich bin ja in Geografie und nicht gerade die größte Leuchte. Kennen die nicht alle. Aber die gab es damals noch nicht. Die Erde war dadurch, dass sie überflutet wurde, nach der Flut in einem ganz anderen Zustand als vorher. Und wir werden das später noch lernen. Dann sprechen wir nämlich über einen sicheren Pelek, der lebte in der Zeit, als die Erde aufgeteilt wurde. Und da haben wir diese Kontinentalverschiebung, oder was wir vielleicht als Kontinentalverschiebung den Menschen deutlich erklären können, dass diese eine Erdfläche, diese eine Bodenfläche, diese eine Das Stück Erde, das Gott geschaffen hatte am Anfang, als er die Erde erschuf, ne, dass das Land aus dem Wasser kam, dass das auf einmal aufgeteilt wurde in die Kontinente, wie wir das nennen, also in diese Landmassen, wie wir sie heute kennen. Und wenn Erde zusammengeschoben wird, wo geht das dann hin? Ja, in die Höhe. So entstanden also bestimmte Gebirge. Es gab damals keinen 8848 Meter oder was weiß ich, wie hoch der Mount Everest inzwischen ist, weil der wächst ja anscheinend. Ich habe das damals in der Schule gelernt, in der Grundschule, dass das 8848 Meter waren, aber da wurde ja auch erzählt, dass der immer irgendwie noch weiter ein bisschen wächst. Was aber ganz interessant ist, wenn wir bei dem Thema schon mal sind, ja, also damit widerlege ich schon mal all die ganzen Zweifler, die diesen Quatsch sagen, was ich gerade eben so mit dieser witzigen Stimme probiert habe, ein wenig ins Lächerliche zu ziehen, diese Kritik an der Bibel.
Was aber ganz Interessantes ist, da gibt es verschiedene Videos, die man sich anschauen kann, da gibt es wahrscheinlich auch Bücher, die man darüber lesen kann oder Dokumente, die man studieren kann oder selbst Menschen, die man interviewen kann, die da waren. Menschen, die auf einigen dieser hohen Berge waren, 4.000, 5.000 Meter hoch in der Luft, die werden euch bestätigen, dass man da oben tatsächlich Fossilien findet von Meerestieren. Wie kommen denn bitteschön Fossilien von Muscheln und Krabben und was weiß ich alles für Gesocks? Wie kommt das denn tausende Meter hoch auf Berge irgendwo hin? Als Fossil? Ich meine, Fossil, die kann ja nun mal nicht schwimmen, ne? Da hat wahrscheinlich Reinhold Messner aus Thunfischdosen gegessen, ne? Und die ist dann versteinert, oder was? Genau. Naja, aber selbst eine versteinerte Thunfischdose, Bruder Michael, löst ja noch nicht das Problem, warum ich da versteinerte, ja, diese ganzen, halt dieses ganze Meeresgetier finde. Ne? Aber das ist eben eine Erklärung davon, dass wir wissen, dass die Erde halt in der Zeit während der Flut oder auch nach der Flut sich auf eine Art und Weise verändert hat, dass die Welt sich heute präsentiert oder die Erde sich heute präsentiert, wie wir sie kennen. Mit den verschiedenen Landmassen, dass das vorher eben eine Landmasse war. Und es ist ja, glaube ich, jedem Kind deutlich, das schon mal in der Schule war und einen Atlas gesehen hat oder einen Globus gesehen hat und die verschiedenen Landmassen gesehen hat und gedacht hat, wenn ich die jetzt zusammenschieben würde, dann passt doch irgendwie Südamerika in Afrika. Und Afrika, wenn ich das hochschiebe, passt in Europa und Asien passt auch. Also irgendwie wird das alles eine Masse sein. Irgendwie passt das alles. Das ist, glaube ich, jedem schon mal irgendwie bewusst geworden. Und genau daher kommt das her. Und die Erde war halt damals anders. Deswegen, es gab Berge, sonst wird in der Bibel nicht darin stehen, wie hier geschrieben steht, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. Es gab hohe Berge, aber es gab keine Berge, die tausende von Metern hoch waren, wie wir sie heute kennen, wie zum Beispiel das Himalaya-Gebirge, das Andesgebirge, das Alpengebirge. Wenn man dann mal jetzt mal eben die Kirche im Dorf lässt, wie man ja so schön sagt, dann sprechen wir über den Berg, wo dann später, werden wir ja lesen, die Arche niedergekommen ist. So, und die Arche ist niedergekommen auf dem Berg Ararat. Stopp. Oder Gebirge. Bei dem Berg Ararat. Gebirge, im Gebirge Ararat. Und das Gebirge Ararat ist immerhin auch schon 5.100 Meter hoch, also dieser. Ja, ja, okay. Ist 5.100 Meter hoch, ja. Genau. Kann aber natürlich auch schon danach dann erst gekommen sein. Oh, ist ja ganz schön hoch, das Teil. Ne, auf jeden Fall ist das keine 8.000 Meter, wie auch immer. Also jedenfalls sind da einige Leute, die sagen von ja, aber schau mal, und auch so Wikipedia, und da glaube ich sowieso nicht viel, aber wenn das mit der Höhe da drin steht, dann wird das hier wohl stimmen. Kann aber natürlich auch nachher noch in die Höhe geschossen sein, durch die Art und Weise, wie die Erde sich verändert hat. Nein, der Punkt, den ich machen will, ist im Grunde ganz einfach. Die Flut war, wie sagt man das, global, universal. Ne? Es war keine katholische Flut, aber die Flut war weltweit, ja, und hat alles bedeckt. Ob da jetzt die Berge 4.000, 5.000 Meter hoch waren oder wie auch immer, das ist egal, aber es gab halt auch nur die Berge auf der einen Landmasse. Und das ist ganz deutlich, Entschuldigung, da muss ich nochmal eben sagen, Michael, es ist ganz deutlich, dass Gebirge wie zum Beispiel das Himalaya-Gebirge damals noch nicht bestanden, weil die deutlich aus dem entstanden sind, was vorher Meeresboden war und deswegen wir da die Fossilien von Meeresbewohnern eben finden. In tausenden Meter Höhe, ja, 4.000, 5.000, ich weiß nicht wie hoch, Meter Höhe, finden wir das. Und das kann man ja nur damit erklären, dass die Berge vorher da nicht waren, weil ist ja sonst nicht logisch, ne? Weil die Flut war 40 Tage und 40 Nächte, also so lange hat es geregnet und dann hat es ein paar Monate gedauert, bis alles abgetrocknet hat. Aber in der Zeit versteinern nun keine Fossilien, ne? Die müssen ja vorher schon da gewesen sein. Aber wieder ein anderes Thema. Ja, bitte, Michael, du wolltest da sicher noch was zu sagen zu meiner Erklärung. Nee, du hast jetzt alles schon gesagt im Endeffekt. Also wir können ja gerne mal weitermachen. Ich habe übrigens mal so im Hintergrund im Chat vor ein paar Minuten mal den Stammbaum von Noah mal hingepostet, falls wir den noch brauchen sollten. Da brauchen wir jetzt im Augenblick nicht. Aber ich gebe dir da bis jetzt sozusagen recht. Wir sollten halt aufpassen, dass wir halt nicht zu sehr an die naturwissenschaftliche Schiene hier abdriften, denn nichts Genaues weiß man nicht.
Ja, und ich fand es eben nur interessant, jetzt fällt mir auch ein, was ich eben sagen wollte. Uns wird ja immer viel erzählt, aber den Kindern und den Schülern wird nie erzählt, warum der Atlas denn Atlas heißt. Ne? Oder warum es den Atlantik gibt. Ja, und wird immer alles erzählt, ja, alles ist Wissenschaft und alles ist von früher, ist alles Quatsch, hat alles gar nichts zu bedeuten. Komischerweise heißt aber ein Atlas Atlas. Ne? Also zumindest heißt mein Dirke Weltatlas immer noch Dirke Weltatlas. Und der Atlantik heißt auch noch Atlantik und der Atlantische Ozean heißt immer noch Atlantischer Ozean. Ich will da jetzt auch gar nicht ausholen, aber... Kannst du ruhig, weil ich weiß gar nicht, worauf du mit dem Atlas hinauf willst. Willst du da auf die Gottheit hinaus oder was? Ja, genau. Und so eben genau wie der Atlantische Ozean Atlantischer Ozean heißt und der Weltatlas Weltatlas heißt und Europa Europa heißt, hat alles irgendwo einen Bezug zu heidnischen Gottheiten. Ja, und uns erzählen sie dann immer, wir wären so bibelgläubig und wir wären die Spinner. Dabei ist alles das, was draußen passiert, ursprünglich auf heidnischen Dingen berufen. Die ganzen Riten, die ganzen Traditionen, ja, die ganzen Begrifflichkeiten. Du hast doch die Lesung gefolgt von Herrscher des Bösen mit uns, ne? Mhm. Ja, dann weiß ich ja, wie das heißt, ne? Missionarische Adaption. Ja. Mir ging es halt einfach nur darum, wo du eben sagtest, von wegen in meinem Atlas, da ging bei mir die Lampe an. Ich sage, Moment mal, ja, da können wir da gut drauf einhaken, denn das ist ja genau das, wo sich keiner, das ist für die Leute halt völlig normal, dass das Ding Atlas heißt und dass wir einen Atlantik haben und weiß der Geier noch alles. Und in Europa leben, ja. Ja, genau, ja. Genau. Und das steht in jedem blöden Wahlplakat drin und die Leute wissen gar nicht, wo der Ursprung ist. Ich meine, das haben wir ja in unserer Lesung 36 oder 37 hinter den Diktatoren da mal klargelegt, ne, dass das Europa hilft halt ja jetzt nicht, das zu erwähnen, Bruder, weil die ist ja jetzt gesperrt. Das Video ist von so. YouTube runtergeholt. Ja, deutlich halt. Ja. Deutsche. Ja. Lesung aber bei mir kann man das sehen auf so einem Kanal. Muss ich dann demnächst, wenn ich gewisse Dinge sage, muss ich dann hier so einen Piepston einfügen, damit dann derjenige draußen sich denken kann, was ich gerade sagen will? Nein, aber ich wollte es nur mal kurz zur Sprache bringen. Lesung 36 und Lesung 38 von Hinter den Diktatoren sind von meinem YouTube-Kanal gestern Abend gelöscht worden. Und ich habe beide auf archive.org hochgeladen und habe in der Abspielliste, wenn man also in die Abspielliste von Hinter den Diktatoren geht, da gibt es eine Beschreibung zu. Und am Ende der Beschreibung ist ein Link zu meinem Archive-Account, also zu meiner Archive-Bibliothek. Und da kann man die Filme sehen und natürlich, wenn andere Leute sich die Mühe machen, diese Videos hochzuladen. Ich glaube, Viktor, du hast Teil 38 hochgeladen, ne? Nee, Teil 36 war das. Ja, und gut, 38 ist ja jetzt auch gesperrt worden. Der war ja vorher schon für Europa gesperrt und ist jetzt ganz gesperrt, also ganz von YouTube runtergeholt. Also die beiden, 36 und 38, sind komplett gelöscht von YouTube. Der 38er ist auf meinem Zweitkanal auch unter Protestzensur oder sowas habe ich den da hochgeladen. Und beide sind jetzt auf Archive hochgeladen und kann man auf meinem Archive.org sich anschauen. Ich zeige euch das mal eben. Dann kann man das hier auch mal eben sehen. Archive, das habe ich hier. Und dann gehen wir hier in meine Bibliothek und dann klickt man hier auf Movies und dann gibt er einem nur die Filme. Und dann sieht man hier die Filme, die ich hier hochgeladen habe. Und das ist hier Hinter den Diktatoren 36, das ist von heute hochgeladen, deswegen hat das noch nicht viele Klicks bekommen. Und 38 schon ein bisschen länger, 41 hatte ich vorher auch schon mal hochgeladen, weil das auch, da gab es ein Download-Problem damals, also da konnten die Leute das nicht gut runterladen, da habe ich das hier hochgeladen. Und Geschichte der Inquisition im Mittelalter wollte ich mal alles hier hochladen, bin weiter als den ersten Teil bis jetzt noch nicht gekommen. Jedenfalls, so kann man das ganz leicht sich raussuchen, wenn man zu meinem Archive, auf meine Archive-Bibliothek geht und dann kann man sich das anschauen. Da gibt es hier die Filme, da gibt es hier die Texte und ja, das ist mein Account hier. So, ja, das wollte ich ja, nochmal. Du hast Nummer 36 auch auf deinem Zweitkanal. Nee, 38, ne? Ich habe gerade nachgesehen. Es war 36. Es ist 36. Ja. Ja gut, es waren die beiden. Mit beiden gab es Probleme. Also, und die beiden waren gesperrt für Europa. Erst und jetzt habe ich gestern Abend Mitteilung bekommen, dass sie weltweit, also dass sie einfach gelöscht sind. Das heißt, wenn man sich jetzt die Videospielliste auf YouTube anguckt von Hinter den Diktatoren, dann ist nach 35 das nächste ein gelöschtes Video und nach
37 eben auch das nächste gelöschtes Video und die kann man dann halt da finden. In Nummer 35, wenn man das schaut, habe ich auch einen Bericht reingemacht, dass das Video auf Archive zu finden ist und so weiter. Und ja, ich habe es auf meinem anderen Kanal hochgeladen, wie Victor richtig sagt, aber halt unter einem anderen Titel. Ja, so, das wollte ich nochmal eben kurz loswerden, eine eigene Sache. War mir noch nicht so geläufig mit den so vielen Folgen. Ich habe von einer gewusst, aber nicht von so vielen. Ja, es sind jetzt zwei und weitere werden folgen, ne? Das ist ja, ich kriege ja nicht mal gesagt, was das Problem ist. Die sagen von, ich hätte die Community-Richtlinien gegen die Community-Richtlinie, also die Gemeinschaftsrichtlinie verstoßen. Ich hätte zu Hass aufgerufen. Ich weiß nicht, ihr könnt euch die Videos ja gerne anschauen. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir da irgendwo zu Hass aufgerufen haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in irgendeinem Video zu Hass aufgerufen habe, davon mal abgesehen, aber auch sicher in den Videos nicht. Aber ja, wir hatten jetzt gerade die Europawahl und das gefällt denen wohl nicht, wenn wir über solche Sachen sprechen wie Pius XII., Hitlers Papst in der vierten Sendung. Das war ja die abschließende Sendung des 12. Kapitels, 36, und 38 war die Einleitung zum Nachtrag, ne? Ja, ich wüsste jemand, der das wüsste, der es weiß, worum es ist. Der heißt Eric Arthur Blair. Ja, den kennen die Menschen besser unter George Orwell, ja, richtig. Der hat nämlich gesagt. Bring mal das Zitat, du wolltest das doch bringen. Der hat nämlich gesagt. Oh, in einer Welt, irgendwas mit revolutionär, ne? Ja, er hat gesagt, in Zeiten universellen Betruges ist die Wahrheit sagen ein revolutionärer Akt. Genau, so war das, ja. Ja, ist er nicht. Er ist doch auch unter sehr seltsamen Umständen, glaube ich, im Krankenhaus oder so gestorben. War der das nicht? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Eric Arthur Blair mehr als 20 Jahre für die BBC gearbeitet hat und von daher ein Mitarbeiter war der Agenda, die er so gesagt offengelegt hat. Davon mal abgesehen. Aber er hat zwei wichtige Filme rausgebracht. Nur das Problem ist, dass die Leute die Filme total verkehrt verstehen. Also meines Erachtens zum Beispiel der Film Animal Farm, der im Deutschen heißt Farm der Tiere, glaube ich, oder wie heißt das im Deutschen? Ja, genau. Das ist ja, im Deutschen ist das ja erklärt, das ist ein Film, da wird der Kommunismus bloßgestellt. Ja. Mhm. Also ich finde nicht, dass da der Kommunismus bloßgestellt wird. Ich finde, da werden ganz andere Dinge bloßgestellt. Nur wir haben den damals in der Schule geguckt und da wurde uns gesagt worden, das geht über Kommunismus. Das hat mit Kommunismus hat das nicht viel zu tun. Es hat mit Sozialismus zu tun. Ja? Und Sozialismus gibt es zwei Sorten. Es gibt den von der linken Seite, der endet dann im Kommunismus. Es gibt den von der rechten Seite, der endet auch im Kommunismus. Ja? Da nennt er sich nur Nationalsozialismus. Ja? Und zum Beispiel dieses Ding, ne, alle Tiere sind gleich, aber einige Tiere sind gleicher als andere. Diesen Spruch, den sie da an die Schweine schreiben von den Schweinen, das ist ja genau das gleiche wie damals im Dritten Reich bei den Deutschen. Ne? Und die waren ja nun nicht kommunistisch, aber die waren sozialistisch. Ne? Ja, aber das gibt es auch heute noch. Heute heißt es auch Diplomatenstatus. Wenn du in Berlin einen Unfall hast und da jemanden lebensgefährlich oder tödlich verletzt hast, so unterliegst du nicht der Gerichtsbarkeit in dem Land, wo es in Deutschland hier, wo es passiert ist. Wenn du Angehörige einer ausländischen Botschaft bist. Ich habe da irgendwann mal so einen Fall gelesen. Und das ist eben das, wo meine Tochter zu mir sagt, ja, wieso, alle sind doch gleich? Ich sage, oh nein, Maus, manche sind gleicher. Und dann habe ich ihr das mal so erklärt. Also ich möchte jetzt diese Dose von Pandora, die du da öffnest, nicht öffnen, weil wie du ja vielleicht weißt, lebe ich gerade mal knapp 20 Kilometer weg von der sogenannten europäischen Hauptstadt Brüssel. Ich habe selbst 8 Jahre in der NATO gearbeitet und bin mit Diplomaten umgegangen. Ich weiß, was das für ein Hornissennest ist, wenn man da reinsticht. Also das ist, die Leute leben in ihrer komplett eigenen Welt und sind für überhaupt nichts verantwortlich. Ja, die können machen, was sie wollen. Das ist im Grunde genau das Gleiche wie mit den Priestern und Bischöfen und Kardinälen der römisch-katholischen Kirche. Die können auch tun und lassen, was sie wollen, weil die Kurie oder die, besser gesagt, die der Klerus, so ist das richtige Wort, der Klerus der römisch-katholischen Kirche ist auch nicht den zivilrechtlichen Landesgesetzen unterworfen. Deswegen ist es ja auch nicht so leicht möglich, zum Beispiel diese ganzen pädophilen Priester und sowas anzuklagen. Da hat ja der Kevin Annett,
Da mache ich übrigens demnächst ein Video zusammen mit Perry drüber über die holländische Frau Stella Ster oder wie die heißt. Ah ja, da gibt es ein Interview von der, ja. Die ein Interview hat mit dem Kevin Annette, ja, und da habe ich als Kommentar drunter gebracht unter das Video, dass ich von dem Kevin Annette kein großer Fan bin. Und da hat dann einer gefragt, ja, warum denn nicht? Das ist doch ein ganz toller Mann, was der nicht alles exposiert. Da habe ich gesagt, ich bin einfach kein Fan von Leuten, die vorgeschlagen werden für den Friedensnobelpreis. Da weiß man, für welche Agenda die arbeiten schlussendlich. Jedenfalls hat die Untersuchung von Kevin Annette zum Beispiel ausgewiesen, als er die römisch-katholische Kirche wegen dem Priesterskandal in der Pädophilie, also Kindesmissbrauch, angeklagt hat, vor dem Weltgericht. Da hat das Weltgericht ganz einfach gesagt, Herr Annette, das ist ja alles schön, was Sie hier zusammentragen, finden wir alles ganz toll, wir haben auch wunderbar recht, aber wir haben keine Jurisdiktion über den Vatikan. So einfach ist das. So, und damit ist das Ding gegessen. Ne? Damit ist der Drops gelutscht, wie man so schön im Deutschen sagt. Ne? Und die ganzen Kleriker sind da schön fein raus und die genießen genauso eine Immunität wie eben auch diese ganzen Diplomaten. Und sicher hier in Belgien, Brüssel, da gibt es ja nicht nur die Diplomaten der verschiedenen Staaten, also die ganzen Botschaften, die hier sind und so, sondern da gibt es ja auch noch die Vertreter der NATO und da gibt es auch die ganzen Vertreter der Europäischen Union. Und die genießen alle den ein oder anderen Diplomatenstatus, ne? Und, Und ja. Um da bitte die Brücke zu schlagen, können wir sagen, das gab es nach der Sintflut nicht und auch während der Sintflut nicht. Da saßen sie nämlich alle in einem Boot. Sie saßen alle im selben Boot, ja. Genau. Das kann man sehr gut so sagen, ja. Gut, also wie gesagt, die Wasser nahmen so sehr überhand auf der Erde, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. Aber wie gesagt, so hohe Berge gab es damals noch nicht und selbst wenn die Arche auf dem Ararat gelandet ist und der 5000 Meter hoch war, dann wird sich das in der Zwischenzeit dann vielleicht dann irgendwie so entwickelt haben. Wie gesagt, da war ich nicht bei, kann ich nicht sagen, aber das macht ja keinen Sinn, dass die Wasser 8 Kilometer oder beinahe 9 Kilometer in der Höhe stehen würden. Außerdem wissen wir, dass in diesen Bergen in tausende Meter Höhe Fossilien gefunden wurden, die vom Meeresgrund kommen und von daher wissen wir, dass diese im Grunde erst später sich entwickelt haben, diese Berge. Anders gegenüber dem natürlich, was uns in der Schule gelehrt wird. Ja, Viktor, bitte. Es gibt ja zum Beispiel auch diese Vulkangebirge, ne? Oder wie die Eifel zum Beispiel. Also letztendlich, dass sich ja nochmal irgendwann auch später sich, sage ich mal, was bilden kann auch. Ne? Mhm. Das ist ja letztendlich damit auch, denke ich, klar. Ja. Sollte eigentlich jedem klar denkenden Menschen deutlich sein. Das Problem ist nur, dass die Menschen heute nicht mehr klar denken können, ne? Also, lesen wir dann mal weiter. Das war jetzt Vers 18, 19. Die Wasser stiegen noch 15 Ellen höher, nachdem die Berge schon bedeckt waren. Also, das ist mit anderen Worten, um sicherzustellen, dass die Arche fahren kann, wo sie will, ohne irgendwo anzustoßen oder anzuecken. Und außerdem, selbst wenn irgendwelche Leute sich auf die allerhöchsten Bergspitzen gerettet hätten, ja, dann wären sie auch nicht nochmal 15 Ellen höher als die höchsten Berge und sind eben trotzdem elendig ersoffen. Da ging es im Grunde ja Gott drum. Die ganze Menschheit, außer den 8, die in diesem Kasten über der Erde schwebten, zu vernichten. Da ging alles Fleisch zugrunde, das sich regte auf der Erde. Vögel, Vieh und wilde Tiere und alles, was wimmelte auf der Erde, samt allen Menschen. Und es starb alles, was Lebensodem hatte, auf dem trockenen Land. Ups. Er verfügte alles Bestehende auf dem Erdboden, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm. Er vertilgte alles Bestehende auf dem Erdboden, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und zu den Vögeln des Himmels. Alles wurde von der Erde vertilgt. Nur Noah blieb übrig. Und was mit ihm in der Arche war. Und die Wasser blieben hoch über der Erde 150 Tage lang. Das sind 5 Monate. Aus diesem Vers 24, Genesis Kapitel 7, wissen wir, dass die 150 Tage, weil später an einer anderen Stelle in der Bibel wird gesprochen von 5 Monaten, wissen wir, dass jeder Monat 30 Tage hat. Und wissen wir, dass ein biblisches Jahr 360 Tage hat und jeder Monat 30 Tage. Ja. Und heutzutage ist da so viel, und deswegen will ich da auch gar nicht jetzt irgendwie drauf eingehen, so viel Falschlehre.
Aber wirklich, wenn man da einmal mit anfängt, dann verliert man sich und dann ist man im Endeffekt verloren. Da wird gesprochen von Mondjahren, Sonnenjahren, Kalenderjahren, biblische Jahre, da wird gesprochen vom Mondzyklus und 28 Tage und Neumond und hast du nicht gesehen. Also ich sage mal ganz ehrlich, wir heutzutage sind so weit von der Bibel entfernt, dass wir den Kalender, wie Gott ihn damals ordiniert hat, im Grunde gar nicht mehr richtig verstehen. Aber was wir deutlich aus der Bibel heraus verstehen, ist, dass durch diese 150 Tage, dass wir hier über 5 Monate sprechen und dass wir daher wissen, dass jeder Monat 30 Tage hat. Und das ist sehr wichtig für spätere biblische Prophezeiungen, wenn gesprochen wird über die Prophezeiung von 1260 Tagen, über die Prophezeiung von 3,5 Jahren, über die Prophezeiung von 42 Monaten. Ja, das ist immer dieselbe Länge, ich weiß es, aber genau darum geht es, dass man die eben aufgrund dieser Zählung der 150 Tage in Genesis 7, Vers 24 analysieren kann und weiß, hier macht die Bibel fest, dass jeder Monat 30 Tage hat. Und wenn wir dann über eine Prophezeiung sprechen, die geht über eine Periode von 1260 Tagen, dann müssen wir das durch 30 teilen, dann kommen wir auf 42 und dann wissen wir, dass 42 Monate 3,5 Jahre sind und dass das die Zeit ist, in der bestimmte Prophezeiungen in der Bibel gemacht erfüllt wurden. Dafür ist dieser Vers 24, der abschließend aus Genesis 7, unglaublich wichtig, um ihn zu verstehen und gelesen und besprochen zu haben, was ich hiermit getan habe. Aber da haben ja wahrscheinlich meine beiden Brüder auch noch einen Kommentar zu, oder? Was soll ich dazu noch sagen? Ja, weiß ich nicht. Nö, das ist halt wenn ich so. Wenn ich das wüsste, dann würde ich es ja selbst sagen, Bruder. Nein, das ist ja halt so, wie es ist. Im Endeffekt haben wir da jetzt wiederum eine Textstelle, die so total überlesen wird und die eigentlich bezeugt, dass das, wo sie es original mal gedacht ist, eben der Monat, und andersrum gesagt, der Kalender eben nicht solar gewesen ist, sondern lunar. Also Mondkalender sozusagen. Hm. Und deswegen macht es ja halt so unheimlich viel Sinn, die Sachen mal so zu verstehen, wie sie heutzutage auf dieser Welt komplett immer umgedreht werden, weil der Gott dieser Welt halt einfach der Vater der Lüge ist. Und deswegen liegt man nicht unbedingt verkehrt damit, wenn man alles, was man so hört und so, erstmal ins Gegenteil verkehrt und dann mal schaut, was die Wahrheit sein könnte. Also das ist vielleicht eine ganz simplifizierte Methode, aber meistens greift die mehr, als das zu glauben, was einem erzählt wird. Ja, richtig. Victor, hast du vielleicht noch eine abschließende Bemerkung zu dem Kapitel 7, das wir jetzt gerade ausgelesen haben? Ja, jetzt nur noch zu dem vielleicht, was ihr gerade gesagt habt. Ihr seid ja beide selbstständig. Ich weiß das jetzt nur noch so dunkel. Ist das nicht auch so im Handelsgesetz, dass das auf 360 Tage da das Jahr, das Bilanzjahr beschränkt ist? Soweit ich mich aus meiner Buchhaltungsausbildung von vor so vielen Jahren in einem anderen Leben noch erinnern kann, muss ich dir da vollkommen recht geben, ja. Ja, das war noch so eine Erinnerung, auch aus so einer ganz weit dunklen Zeit, ja, schon lange, lange her. Ja, der Michael dürfte das noch besser wissen, der macht ja noch teilweise seine eigene Buchhaltung, er macht ja jeden Monat seine Abschlüsse und so. Ja, das anders, kann ich aber nicht sagen. Das hat aber mit vielen Dingen, glaube ich, zu tun. Also da schweift man, glaube ich, doch ein bisschen ab. Also, du hast es beispielsweise mit den 360, hast es auch im Zinsrecht, ne? Mhm. Also da werden auch die Zinsen auf 360 und nicht auf 365 Tage berechnet. Ja. Soweit mir bekannt. Also, ja, ja, ist richtig. Kann ich nur bestätigen, das stimmt. Ja. Also. Gut, dann gehen wir mal weiter und lesen in das nächste Kapitel uns ein, wenn ihr noch Energie habt, um weiterzumachen. Aber ich sage jetzt mal, im Umkehrschluss würde das dann heißen, letztendlich, also selbst die Wirtschaft kann nicht ohne die, ja, so wie es Gott ordiniert hat? Gebt des Königs, was des Königs ist, und gebt Gott, was Gott ist. Ich hätte jetzt auch ein Bibelzitat gesagt, ja. Michael, aber meins lautet anders. Meins kommt aus dem Buch von Daniel. Und Daniel hat gesagt, er, sprechend über den Mann der Sünde, wird denken, Zeiten und Gesetze zu verändern. Er wird denken, sie zu verändern. Er kann sie nicht verändern. Und deswegen gibt es einige Dinge in dieser Welt, da wird er immer noch dran festgehalten. Das Problem ist, Victor, ich finde das gut, dass du das ansprichst.
viele Leute in dieser Welt arbeiten nach diesem System, arbeiten nach diesen 360 Tagen und stellen sich dann niemals Fragen bei. Ja, genau. Das ist doch das Lustige, ne? Die machen einfach, weil ihnen das so gesagt wird. Dabei das haben wir immer schon so gemacht. Hätte es noch immer gut gegangen, ne? Oder wie sagst du das da in Köln? Ne? Genau. Nee, finde ich wirklich gut, dass das hier mal im Grunde an die Sprache kommt. Und wer hat sich das mal ausgedacht? Ja, das stand mal irgendwo auf dem Zettel, ne? Ja. Ja, vielleicht stand es auch mal irgendwo in Stein geschrieben, ne? Das ist dann wieder eine andere Sache. Aber witzig ist doch, dass diese Dinge einem so gelehrt werden, also mir ja auch damals, und man steht da eigentlich lieber still und sagt, ja, aber warum ist das denn 360? Warum meinen wir 365 Tage oder 365, irgendwas Tage? Und in Wirklichkeit ist das doch 360 Tage oder da ist es 360 Tage, wo kommt das denn her? Man sitzt da in der Schule, ich kann ja nur von mir selber sprechen, ich habe damals Einzelhandelskaufmann gelernt, ich habe eine Lehre gemacht zwischen 1983 und 86, erst 2 Jahre Verkäufer und dann drittes Jahr Einzelhandelskaufmann drangehängt und in dem dritten Jahr Einzelhandelskaufmann kriegt man ja auch solche Dinge wie Buchhaltung und sowas angelehrt, also zumindest meine ich sowas mal gelernt zu haben. Ja, wie gesagt, Rechnungswesen, ist, ne? Ja, genau, das ist ja Rechnungswesen, ja. Da konnte ich zumindest noch, aber rechnen konnte ich, Mathe konnte ich nicht, aber rechnen, das konnte ich, das kann ich immer noch. Aber jedenfalls ist das da ganz interessant, da kriegt man dann die Dinge gesagt, aber man nimmt das eben einfach an, weil es wird einem gesagt, ne? Da vorne steht eine Autorität, die das lehrt und die sagt, so und so ist das. Und dann nimmt man das ungefragt hin und schluckt das wie den Pappbrei, den die Mutter einem mit dem Löffel eingegeben hat, als man noch ein bisschen kleiner war. Ne? Also es gibt ja bestimmt auch gute, aber ich finde immer trotzdem, das hat mir irgendjemand mal erzählt, diesen kleinen Gag, dass jemand gesagt hat, ja, nicht umsonst heißt der Lehrer ja auch Lehrer, weil er etwas lehrt. Also ohne H, ne? L-E-E-R-T. Ja, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, er heißt Lehrer, weil er nicht so voll ist, ne? Ja. Ja, kann man auch sagen, ja. Nein, du weißt, das ist einfach eine verhohene Pieplung. Es steht ja auch, Lehrer steht ja auch geschrieben als Teacher in der Bibel. Also von daher ist es jetzt wirklich nur ein, ja, nur eine Verballhornung. Eine Allegorie, wie man das so schön sagt, ne? Ja, gut. Ja, dann machen wir mal weiter. Dann gehen wir in das 8. Kapitel rein. Ich denke auch, dass viele, viele Lehrer total unglücklich sind, weil die wissen garantiert auch viele Dinge besser. Aber steht halt nicht im Curriculum, ne? Hier haben wir einen Verweis im ersten Buch Genesis, also Kapitel 8, zu 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 5. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkünder der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. Das ist ein Querverweis hier über das Versiegen der Wasserfluten, wie wir hier sehen, in Kapitel 8 aus Genesis, also aus dem ersten Buch Mose. Da lesen wir dann, da gedachte Gott an Noah und an alle Tiere und an alles Vieh, das bei ihm in der Arche war. Und Gott ließ einen Wind über die Erde wehen, so dass die Wasser fielen. Und die Quellen der Tiefe wurden verschlossen, samt den Fenstern des Himmels, und dem Regen vom Himmel wurde Einhalt geboten. So, sehr interessant. Hier sehen wir 3 verschiedene Wasserquellen, die dafür gesorgt haben, dass die Erde überflutet wurde. Wir sprechen von den Quellen der Tiefe, wo wir vorher gelesen hatten, dass die Brunnen der Tiefe aufbrachen. Ja, das war in dem vorigen Kapitel. Diese Quellen der Tiefe wurden verschlossen. Interessant ist, dass hier jetzt nicht explizit beisteht, dass das Wasser wieder in diese Tiefen hinabfloss und dann verschlossen wurden. Also wir wissen nicht, ob dieses Wasser da immer noch ist oder ob das immer noch auf der Erde ist. Aber da ja, wie gesagt, die Erde nicht mehr überflutet ist, wird das Wasser wohl zurückgegangen sein. Und das bringt dann wieder den interessanten Punkt, den ich ja, glaube ich, letztes Mal oder wann das war, noch angeholt hatte, dass ich sagte, haben wir eigentlich jemals gelehrt bekommen, dass wenn man tief in die Erde bohrt, dass da noch Wasser unter der Erde ist. Wie es ja auch im 2. Gebot steht, ne? Man soll sich kein Abbild machen von etwas im Himmel, auf der Erde oder von den Wassern unter der Erde. Was sind denn bitte schön die Wasser unter der Erde? Habe ich niemals gelehrt bekommen. Hier sagt Gott jedenfalls ganz deutlich, dass diese Quellen wieder dicht gemacht wurden und
die Fenster des Himmels. Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Samt den Fenster des Himmels, also die Quellen der Tiefe wurden verschlossen, samt den Fenstern des Himmels. Diese beiden Wasserquellen wurden verschlossen. Das heißt, hier wird ganz deutlich gesagt, dass die Fenster des Himmels eine andere Wasserquelle sind als der Regen vom Himmel. Weil er steht da als dritte Stelle und dem Regen vom Himmel wurde Einhalt geboten. Das heißt, es hörte auf zu regnen. Also ist das Wasser, das aus den Fenstern des Himmels kam, nicht dasselbe Wasser, was vom Regen vom Himmel herabfließt. Sonst würde es ja ein, ich weiß jetzt nicht den grammatikalischen Ausdruck dafür, für so eine Doppelbenamung, würde es ja so eine Doppelbenamung sein, Doppelbenennung. Der Michael weiß das sicher, wie man das nennt, ne? Nee. Nee, doch nicht. Ach Gott, nee. Hab ich dich mal eiskalt erwischt. Ja, ich kann es nachgucken, aber... Ja, so wie man so einen Ausdruck hat, wie zum Beispiel Oxymoron für Dinge, die sich gegenseitig ausschließen, gibt es ja auch so eine Doppelbedeutung da. Synonym vielleicht oder so. Nee, Synonym ist wieder was anderes. Nee, das ist es nicht. Es ist ja auch nicht so wichtig. Also, wir wollen ja jetzt hier nicht in die etymologische, in den etymologischen Grund in verschiedene Worte reingehen. Aber ganz einfach, hier werden drei Wasserquellen genannt, die Quellen der Tiefe, die Fenster des Himmels und der Regen, der vom Himmel fällt. So, und die Fenster des Himmels, das ist genau das, was ich die letzten Male sagte, wo ich sagte, schaut euch mal diese Kreationsseminare von Kent Hovind an, die es ja also sicher mit deutschen Untertiteln, aber ich glaube sogar verdeutscht gibt, wie auch immer. Schaut es euch an, wenn ihr Englisch könnt, schaut es euch hier in Englisch an. Ich weiß, er macht hier und da blöde Witze. Und Kent Hovind ist heute nicht mehr der, der er damals war. Heute würde ich niemals mehr ein Video von ihm anbefehlen, aber diese alte Arbeit von ihm kann man sich absolut anschauen. Und er spricht davon, dass es ein Kanapé nennt er das, also eine Lage Wasser, wohl aus Eis bestehend gegeben hat, die über der Erde war, wie eine Kuppel über der Erde war. Und dass die dann während der Flut halt runtergekommen ist und dieses Wasser runtergekommen ist und eben dafür gesorgt hat, dass die Erde überflutet wird. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Sonne auf der einen Seite scheint und die Erde auf der anderen Seite ist und dazwischen eine dicke Lage Wasser ist oder auch Eis ist und die Sonnenstrahlen durch dieses Wasser oder Eis durchdringen müssen, dann kann man vielleicht verstehen, dass bestimmte Dinge davon abgehalten wurden, auf die Erde zu kommen und dass wir deswegen vor der Sündflut eine andere Atmosphäre hatten und andere Strahlen hier auf der Erde gewirkt haben oder anders gewirkt haben, als sie heute wirken. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das wird in diesem kleinen Vers wird uns das offenbart. Da muss man ja auch mal eben irgendwo bei stillstehen und sagen von, schaut mal, es ist ein kleiner Vers in der Bibel. Ne? Die Bibel ist 1600, ich weiß nicht wie viele Seiten, je nachdem wie dick gedruckt. Meine hier ist, glaube ich, knapp 1300 Seiten, die Schlachter 2000 lang. Und hier gibt es in einem Buch ein Kapitel, ein Vers, da steht sowas drin, dass es hier drei Quellen gab für die Sintflut. Und eine, die wir im Grunde uns mit unserem Schulwissen, und das ist das Wichtige, meine lieben Brüder und Schwestern, wir sind alle in die Schule gegangen. Also ich gehe mal davon aus, ne, dass wir alle in die Schule gegangen sind. Wir sind alle indoktriniert worden von diesem Wissen oder diesem, naja, Wissen kann man das ja schon gar nicht mehr nennen, von dieser Indoktrinationslehre haben wir alle gegessen, in den Jahren, die wir in der Schule saßen. Und mir wurde in der Schule niemals gelehrt, dass es auch noch irgendwo eine andere Wasserquelle gab, als jetzt zum Beispiel den Regen und das, was ich in Flüssen und Seen und Meeren finde. Also, was sind bitte schön die Fenster des Himmels? Da habe ich in der Schule niemals von gelernt. Habt ihr da was von gehört? Nein, natürlich nicht. Na, also, Michael, der meine Generation ist, auch nicht. Und Viktor, der ein paar Jahre jünger ist als wir, hast du davon gehört? Nee, habe ich auch nichts von gehört. Nee. Es gibt im Atlas, da gibt es nur... Jetzt frisst es an dem Wort Fett hier heute. Ja, ja, da gibt es, beziehungsweise gab es, in meiner Ausgabe gab es so eine Schnittzeichnung bis zum Kern. Und der Kern ist natürlich glühend heiß. Ja, ja. Ja, und deswegen verdrehe alles ins Gegenteil. Ne? Und deswegen, also ich, wie gesagt, ich erinnere mich an diese Schnittzeichnung, ich habe den Atlas sogar noch und da bin ich mir sowas von sicher, dass es halt immer heißer wurde, je tiefer du kommst. Und da gibt es ja auch einen interessanten Film, ne, von diesem H.G. Wells. Heißt der Dirkes Weltatlas? Ja, genau so heißt der. Also mit C-K. Ja, C-K-E-S, Dirkes Weltatlas, ne?
Genau. Dann gucken wir doch mal, wenn wir in die Abbildung gehen, was wir da finden. Ja, Querschnitt sehe ich jetzt hier direkt nicht drauf. Ja, vielleicht müsste man jetzt nur Erdkern oder so angeben. Also ich müsste jetzt echt in den Keller laufen, um zu gucken, wo der Atlas ist. Aber ja, musst du ja nicht, dann kannst du es ja uns doch noch nicht zeigen. Aber mal gucken. Ja, ja. Mal gucken, was wir hier so finden. Hier zum Beispiel, ne? Ja, so ungefähr, genau. Ich hatte das dann nachher noch als Kuchen gehabt, als Kuchenzeichnung sozusagen. Aber das kommt hin, wie gesagt, es wird immer heißer und immer heißer und immer heißer. Mhm. Lithosphäre, Asthenosphäre, oberer Mantel, unterer Mantel, flüssiger Kern, fester Kern, Übergangszone. Ja, und im Grunde müsste man davon ausgehen, wenn das die Lehre des Antichristen ist, dann ist das hier unten Eis, ne? Mhm, genau. Und je weiter man höher kommt, wird es wärmer und deswegen ist das Eis dann aufgetaut und ist das Wasser unter der Erde, ne? Wie wäre es denn damit für eine Erklärung? Ja, gut. Ja, schön. Es ist ja, ja, ich wäre jetzt nicht weiter, sonst wären wir ja gar nicht mehr fertig. Also es gibt ja... Warum? Wir müssen heute nicht fertig werden. Wir müssen heute nicht durch die ganze Bibel gehen, Bruder. Es gibt ja auch Bohrungen von Erdöl, es gibt ja Bohrungen von Gas aus hoher Tiefe. Da müsste man eigentlich mal die Leute fragen oder da sich mal schlau machen, wie das denn da aussieht. Und dann sind wir immer noch nicht beim Grund, denn ich glaube nicht, dass noch irgendjemand schon mal bis zum Erdgrund oder bis zum Kern irgendwo gebohrt hat. Ich wüsste nicht, womit. Das geht ja nicht, das schmilzt ja. ja, natürlich. Ja. Selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, kannst doch nicht so weit bohren. Nee. Schmilzt ja wegen der Hitze. Ja, eben. Aber ja, ich meine, wir wollen jetzt auch gar nicht die Dose der Pandora aufmachen und über Erdöl sprechen, weil da glauben ja sowieso viele, das sind alles nur zerquetschte Dinosaurier. Und da gibt es unglaublich viele Leute, die glauben, dass die Kohle zerquetschte alte Bäume sind. Ja, den kann ich auch eine Brücke auf dem Mond verkaufen, die kaufen die dann vielleicht auch. Also in diese ganzen Falschlehren will ich jetzt gar nicht irgendwie mit eingehen. Aber ich finde es halt unglaublich interessant, dass wir hier bereits im zweiten Vers, oder was ist das hier, im zweiten Vers im Kapitel 8 lesen, die Quellen der Tiefe wurden verschlossen, samt den Fenstern des Himmels und dem Regen vom Himmel wurde Einhalt geboten. Drei Wasserquellen, die dafür gesorgt haben, dass die ganze Erde unter Wasser stand. Und die Wasser über der Erde nahmen mehr und mehr ab, so dass sie sich vermindert hatten nach 150 Tagen. Und die Arche ließ sich auf dem Gebirge Ararat nieder am 17. Tag des 7. Monats. Mhm. Und die Wasser nahmen immer weiter ab, bis zum 10. Monat, am 1. Tag des 10. Monats, konnte man die Spitzen der Berge sehen. Und es geschah nach Verlauf von 40 Tagen, dass Noah das Fenster an der Arche öffnete, das er gemacht hatte. Und er sandte den Raben aus, und der flog hin und her, bis das Wasser auf der Erde vertrocknet war. Danach sandte er die Taube aus, um zu sehen, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf der Fläche des Erdbodens. Aber die Taube fand keinen Ort, wo ihr Fuß ruhen konnte. Da kehrte sie zu ihm in die Arche zurück, denn es war noch Wasser auf der ganzen Erdoberfläche. Mhm. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie und nahm sie wieder zu sich in die Arche. Ja, Michael, deine Tröte ist kaputt, aber ich höre dich raunzen. Ja, ich finde diese Allegorie mit der Traube, sag ich schon, meine Güte, mit der Taube so toll, ne? Weil die Taube steht ja im Neuen Testament unter anderem ja auch für den Heiligen Geist, wo Jesus bei der Taufe durch Johannes des Täufers ja dann die Stimme Gottes gehört hat und da, wie war das so, da kam eine Taube nieder und setzte sich auf ihn oder so, ne? Das war doch, glaube ich, so. Der Heilige Geist kam in Form einer Taube aus dem Himmel und eine Stimme aus dem Himmel sagte, dies ist mein Sohn, ihn höret. Ja. Oder sowas in der Richtung, sagt er. Ja, ja, und da haben wir ja auch den Begriff Friedenstaube und so. Also Taube ist ja eigentlich auch so ein Symbol. Nicht nur die mit dem Öl, greife ich wieder vor, nicht nur die mit dem, was ist das, ein Palmzweig, glaube ich, nur ein Ölzweig. Ja, ein Ölzweig. Ja. Sondern Olivenzweig, ne? Weil Olivenöl, ne? Ja. Sondern ist ja halt letzten Endes auch ein Symbol für etwas Geistiges und etwas Reines und etwas Gutes eigentlich. Und
Deswegen finde ich halt Taube als Tier so, als Tiersymbol jetzt hier so passend. Und interessanterweise ist es so, dass Tauben heutzutage ja als Schädlinge angesehen werden, ne? Und ja gut, da gibt es auch wieder eine Geschichte zu, die will ich aber jetzt hier nicht zum Besten geben. Aber ich finde das halt interessant, dass da halt eine Taube gewählt wird, direkt am Anfang der Bibel sozusagen, im 7. Kapitel, und die Taube begegnet uns dann später auch nochmal. Und die Taube begegnet uns später in verschiedenen Stellen. Sie begegnet uns zum Beispiel in der Hinsicht, und das kannst du dich vielleicht noch erinnern, da hatten wir, glaube ich, letzten Sonntag drüber gesprochen, als ich die Lesung gemacht hatte von Babylon Mysterienreligion, wo es um die Maria-Anbetung geht, dass eben Maria doch in der römisch-katholischen Kirche dargestellt wird als eine Frau, umhängt mit viel Schmuck, mit Gold und goldenen Diademen, Krone und Diamanten und was weiß ich nicht alles, die aber so arm war, dass in der Bibel deutlich geschrieben steht, dass sie, als sie zur Reinigung in den Tempel ging, um ihr Sündopfer darzubringen und ihr Sühnopfer darzubringen, oder wie das heißt, Brandopfer und Sündopfer oder was es ist, dass sie nicht das Geld hatte für ein Lamm, sondern dass sie mit einer Taube, ja, dass sie eine Taube gebracht hat, wie es oder zwei Turteltäubchen, ne? Ja, wie es im, ich glaube, Levitikus, also drittes Buch der Bibel, ordiniert wird, dass wenn Menschen nicht die Mittel haben, ein Lamm, Schaf oder Rind oder was auch immer, das fleckelos ist, also das perfekt in seiner Art ist, zur Opfergabe zu bringen, dass die Leute eben da zwei Turteltauben bringen können, wie Maria das eben gemacht hat. Das ist so eine Taube, an die ich oftmals denke. Und eine andere Taube, an die ich oftmals denke, hat wieder mit der anderen Buchlesung zu tun, die wir im Augenblick tun. Erinnert ihr euch sicher noch, Herrscher des Bösen, wo wir im Augenblick ja in Kapitel 12 noch lesen, und da hatte ich ja gesprochen von dem Buch von Jamos Ives, The Ark and the Dove, ja, die Arche und die Taube. Eben zwei Schiffe, die viele Jesuiten unter Vermummung in die neue Welt gebracht hatten, das Ende 1633 in England ablegte und im März, glaube ich, 1634 in der neuen Welt ankam, und wo halt sehr viele Jesuiten in dieser neuen Welt gelandet sind, um dann in 150 Jahren Zeit Amerika, besser gesagt die Kolonien, darauf vorzubereiten, um eine Rebellion gegen das von Rom abgefallene Mutterland England zu machen und sich dann davon abzutrennen. Und die beiden Schiffe, die da gelandet waren in der neuen Welt, die hießen die Arche und die Taube. Eben auch, um diese Symbolik aus der Bibel hier für sich zu missbrauchen, wie der Teufel das eben gerne macht. Weil der Teufel zitiert gerne aus der Bibel, aber er legt sie dann eben auch auf seine Art und Weise aus. Ja. Gut. Und er wartete noch weitere 7 Tage. Dann sandte er die Taube wieder von der Arche aus. Und die Taube kam zur Abendzeit wieder zu ihm. Und siehe, sie hatte ein frisches Ölbaumblatt in ihrem Schnabel. Da erkannte Noah, dass das Wasser sich verlaufen hatte auf der Erde. Und nachdem er noch weitere 7 Tage gewartet hatte, sandte er die Taube wieder aus. Da kam sie nicht mehr zu ihm zurück. Und es geschah im 600. Jahr, am ersten Tag des ersten Monats, da waren die Wasser von der Erde weggetrocknet. Im welchen 600. Jahr? Ich gehe davon aus, dass es das 600. Jahr von Noahs Leben ist. Richtig? Ja. Das denke ich mir mal so. Interessant finde ich. Ja. Ja. Interessant finde ich, dass wir vorher gelesen hatten, dass er 500 war, als er die Arche angefangen hat zu bauen, und dass er jetzt im 600. Jahr war. Das sind aber nur 100 Jahre. Wobei wir doch in der Bibel gelesen hatten, dass Gott sagte, dass er den Menschen 120 Jahre geben will, glaube ich. Kapitel 6. Mal eben gucken, dass ich das hier mal eben ganz schnell finde, mal eben Licht anmache, ich sehe sonst schon gar nichts mehr. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und Gewürm, bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Nee, da war es nicht. Und Noah war 500 Jahre alt, da zeugte Noah den Sem, den Ham und den Japhet. Ach so, ja, okay, da war er 500 Jahre alt.
Na jedenfalls, irgendwo stand das drin mit den 120 Jahren. Wo steht denn das jetzt? Ah, hier, Vers 3 in Kapitel 6, da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch, so sollen seine Tage 120 Jahre betragen. Und ich hatte davon verstanden, dass das 120 Jahre sind, von dem Augenblick, wo Gott ordiniert, dass die Sintflut kommen soll, bis zu dem Augenblick, wenn die Sintflut kommt. So, jetzt lesen wir hier in Kapitel 8, Vers 13, es geschah im 600. Jahr, am ersten Tag des ersten Monats, da waren die Wasser von der Erde weggetrocknet. Da war die Sintflut also vorbei, oder die Sündflut also vorbei. Also ist die Frage, ja, war Noah 480 Jahre, als das ordiniert wurde von der, weil wir lesen ja nur über die 500 Jahre, nicht über die 480. Wie ist das mit den 120 Jahren da genau zu verstehen? Entschuldigung, ich muss bei ihm niesen. Ach, Entschuldigung. Ich habe gerade eine Lampe angemacht und dann kommt der Niesreiz in die Nase. Ich konnte das Mikrofon gerade noch ausstellen. Also, das ist mir jetzt hier irgendwie nicht so ganz deutlich. Auf jeden Fall ist zwischen dem Bau der Arche und dem Ende der Sintflut auf jeden Fall 100 Jahre vergangen. Ne? Wir müssen ja auch davon ausgehen, Noah war 500 Jahre alt, da zeugte Noah den Sem, den Ham und den Japhet. Als er die Kinder zeugte, die waren dann ja auch schon hatten ja auch schon ein bestimmtes Lebensalter erreicht, zu dem Zeitpunkt, wo die Flut hier kam, weil die hatten ja immerhin schon Frauen, ne? Und die Kinder von Noah werden ja keine Frauen gehabt haben, als sie noch mal kleine Kinder waren. Also die waren ja wohl schon ausgewachsen, also ich sag mal mindestens 16, 17, 18 Jahre alt, ne? Weil biblisch gesehen, glaube ich, sagt man ja, dass 15, 16 damals die Zeit war, um zu heiraten, mehr oder weniger. Also mindestens das Alter hatten sie schon. Dann würde das natürlich mit den 120 Jahren hinkommen. Ne? Er war 500 Jahre alt, als er die Kinder gezeugt hatte, und er war jetzt 600 Jahre alt, als die Sintflut dann vorbei war. Da sind dann die 100 Jahre. Die 120 Jahre ist jetzt die Frage, wo das genau war. Also da komme ich nicht echt dran aus. Kommt ihr daran aus, an diesen Jahreszahlen? Könnt ihr überhaupt noch folgen über das, was ja, ich hier folgen, so... Ja, folgen schon, aber ich habe mir noch nie da Gedanken drüber gemacht, über die Sachen, weil manchmal mir nicht klar ist, ob das jetzt tatsächliche Jahre sind oder ob das eine symbolische Bedeutung hat. Ja, mit der symbolischen Bedeutung ist wieder eine andere Sache. Wie gesagt, es ist mir auch nicht so deutlich, aber mein Verständnis war bis jetzt immer, dass ich dachte, von dem Augenblick, wo Gott den Entschluss genommen hat, die Menschheit durch die Sündflut zu vernichten, waren 120 Jahre, die er den Menschen Zeit gegeben hat, sozusagen, um zu bereuen. Ja? Deswegen hat Noah ja nicht nur die Arche gebaut in den ganzen Jahren, er hat ja auch den Menschen gepredigt. Er hat die Menschen aufgerufen zur Sühne, ja? Also zur Bereuung. Und haben die ja alle nicht getan, selbst seine Eltern, seine Brüder und seine Schwestern nicht, sondern nur seine Frau und seine drei Söhne mit deren Frauen. Deswegen sind diese acht ja auch gerettet worden. Und meines Erachtens, also so ist mein Bibelverständnis zumindest, die Menschen haben von dem Augenblick, wo Gott beschlossen hat, die Menschheit zu vernichten, noch 120 Jahre bekommen. Noah war dann 500 Jahre, als er seine Kinder bekam, 600 Jahre, als die Sintflut dann aufgehört hat. Also müsste er zum Zeit des Entschlusses des Herrn, als er es gemacht hat, 480 Jahre, wenn man das jetzt so haben will. Das ist jedenfalls mein Verständnis daraus. Und wenn jemand anderes ein besseres Verständnis hat, dann kann er mich das ja irgendwann mal wissen lassen. Nur leider nicht in der Kommentarsektion dieses Videos, weil diese Videos sind ohne Kommentare. Aber es gibt ja andere Wege, mich oder Viktor oder auch Michael zu erreichen. So, dann lesen wir mal weiter. In Vers 14, oder ne, hier, Ende, Vers 13. Ja, was denn? Hup, 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 hup. Ja. Du hattest eben gelesen in dem Vers, dass Noah die Taube nach 7 Tage losgeschickt hat und dann nochmal 7 Tage gewartet hat. Richtig. Warum hat er denn wohl 7 Tage gewartet? Weil er den Sabbat gehalten hat. Naja, die 6 Tage, was hat er in den 6 Tagen gemacht, das ist die Frage. Ja, na cool, okay, aber er hat zumindest, also ich würde daraus lesen wollen, dass der jetzt den Sabbat gehalten hat und deswegen immer nach 7 Tagen dann losgeflogen ist. Also das wäre jetzt für mich so eine logische Erklärung. Naja, der Sabbat dauert einen Tag, nicht 7, ne?
Ja, schon, aber da halt lieber der Bezug auf die göttliche Ordnung der sieben Tage, jetzt nicht der Adventisten, bitteschön, ja, aber die göttliche Ordnung der sieben Tage jetzt drauf bezogen wird, das ist für mich eine Geschichte, dass er also darin für mich irgendwo ein bisschen klar wird, dass er Mann Gottes gewesen ist, Gotteswürdig gewesen ist. Weil er deswegen gesagt hat, so, jetzt wacht mal wieder eine komplette Woche ab und die komplette Woche hat eben sieben Tage. Und dann starten wir einen neuen Versuch. Also für mich hat ja die sieben durchaus hier eine sehr, sehr heilige Bedeutung. Und deswegen vermute ich, einfach mal beweisen kann ich es nicht, aber die erste Idee, die ich beim Vorlesen gerade gehabt habe, ist diejenige, dass er den Sabbat gehalten hat und deswegen immer sieben Tage gewartet hat und nicht fünf oder sechs. Das ist gut möglich. Dann wird er die nächsten sechs Tage sich die Zeit genommen haben, seine Tiere zu versorgen, hat dann den siebten Tag geruht und hat dann die Taube wieder losgeschickt. Ja. So hätte ich das verstanden. Ne? Weil die Taube muss ja auch arbeiten, ne? Wenn sie fliegt, um zu sehen, ob sie wieder zurückkommen kann oder nicht. Ne? Eben. Ja. Gut, Michael, war eine schöne Erklärung. Ja. Wir waren also jetzt stehen geblieben in Vers 13 und hatten gelesen, Noah entfernt, es geschah im 600. Jahr, am ersten Tag des ersten Monats, da waren die Wasser von der Erde weggetrocknet und Noah entfernt das Dach von der Arche und schaute und siehe, die Fläche des Erdbodens war trocken. Und im zweiten Monat, am 27. Tag des Monats, war die ganze Erde trocken geworden. Noah verlässt die Arche. Noahs Opfer und Gottes Verheißung. Da redete Gott zu Noah und sprach, geh aus der Arche, du, deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alle Tiere, die bei dir sind, von allem Fleisch, Vögel, Vieh und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, sollen mit dir hinausgehen und sich regen auf der Erde und sollen fruchtbar sein und sich mehren auf der Erde. So ging Noah hinaus samt seinen Söhnen und seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Alle Tiere, alles Gewürm und alle Vögel, alles, was sich regt auf der Erde nach seinen Gattungen, verließ die Arche. Ja, das berühmte After Their Kind im Englischen, nach seinen Gattungen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Spätestens jetzt wissen wir, warum er von den reinen Tieren je sieben genommen hat und von den unreinen je zwei. Weil der Gott der Bibel will keine unreinen Tieropfer empfangen, sondern reine Tieropfer. Und da alles ersoffen ist auf der Erde, muss er etwas von dem opfern, was er mitgenommen hat. Und wenn er auch von den reinen Tieren nur zwei, ein Männchen, ein Weibchen genommen hätte, dann wären diese Arten ausgestorben nach der Flut. Und eben um das vorzukommen, hat Gott ordiniert, dass sieben von den reinen männlich und weiblich mitgenommen werden. Ja? Ich spreche über sieben männliche und sieben weibliche. Ja? Nicht über drei und drei und ein doppelgeschlechtlicher oder zweigeschlechtlicher oder wie auch immer, ne? Wenn wir über die sieben sprechen, ne? Weil das ja eine ungerade Zahl ist. Ne? Nichts in meine Worte reininterpretieren, wie ja viele so gerne tun. Und der Herr roch den lieblichen Geruch. Und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Das ist ein sehr interessanter oder sind ein paar sehr interessante Verse, um dieses achte Kapitel mit zu beenden. Und noch ein wenig darüber nachzusinnen und vielleicht auch noch das ein oder andere zu besprechen. Zu besprechen zum Beispiel das folgende. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Außer der Erwähnung hier eines Opfers für Gott, haben wir die Erwähnung hier vor eines Opfers nur in Genesis Kapitel 4 war es, glaube ich, wo wir über Kain und Abel gesprochen hatten. Kapitel 4,
da sprachen wir über Kain und Abel. Da haben wir schon einmal über Opfer gesprochen, und zwar darüber, dass halt der eine ein rechtschaffenes Opfer dem Herrn brachte, nämlich Abel, und der andere ein unrechtschaffenes Opfer dem Herrn brachte, nämlich ein Opfer seiner eigenen Werke, aus den Erträgen, die er aus der Erde bekommen hatte. Das war Kain, da hatten wir bereits drüber gesprochen, und jetzt lesen wir zum zweiten Mal in der Bibel über eine Opfergabe, nämlich dass Noah hier dem Herrn opfert auf einem selbstgebauten Altar und eben dafür sorgt, dass er ihm reine Tiere opfert. Und der Herr roch den lieblichen Geruch. Und der Herr sprach in seinem Herzen: Ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen. Das heißt, das müssen wir ganz deutlich verstehen hier. Ja, der Herr roch den lieblichen Geruch. Das heißt, er erkennt das Opfer an. Und warum macht Noah das Opfer? Um zu sagen, von wir als Menschen, ich sage es jetzt mal ganz platt, so wie ich wäre ja selbst ein platter Mensch. Wir akzeptieren deine Souveränität, wir akzeptieren deine Macht, die du über uns hast. Wir opfern dir diese reinen Tiere als Danksagung dafür, dass du uns gerettet hast. Und der Herr antwortet: Ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen, um des Menschen willen. Das heißt mit anderen Worten, er will den Erdboden in der Zukunft vielleicht noch verfluchen, aber nicht um des Menschen willen, sondern um eines anderen Rundes willen. Ob es da einen anderen Grund gibt und welcher das ist, das wüsste ich jetzt nicht. Aber dafür bin ich ja zum Glück in dieser Bibelstudie nicht alleine. Da haben ja vielleicht meine beiden Brüder eine Idee drüber. Der Michael kratzt ja sowieso schon wieder in seinen Spuren. Der will mir ja schon wieder ablösen hier. Der hat ja auch wieder einen Kommentar. Auf jeden Fall, der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, dass er in der Zukunft die Erde nicht mehr verfluchen und den Menschen vernichten will. Obwohl, und das ist immer noch der Punkt, das Herz des Menschen von böse ist von Anfang an. Deswegen hat auch Jesus Christus mal gesagt, nicht das verdirbt einen Menschen, was in seinen Mund hineinkommt, sondern das, was aus seinem Mund herauskommt. Und zwar das gesprochene Wort. Das kommt nämlich aus dem Herzen, und das Herz des Menschen ist böse von seiner Jugend an. Oder von klein auf an. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das hier im Englischen liest. Da wollen wir eben gucken, wie das hier im Englischen heißt. The heart of man is wicked. Hier steht's. Of man's heart is evil. Ja, also das menschliche Herz ist teuflisch, wenn man das jetzt mal wortwörtlich übersetzt. Nicht? Das Wort evil ist hier abgeleitet, also aus natürlich, moralisch, exceedingly great, grief, harm, heavy, hurt, ill, Mark, Mischief, Noisome, Vex, Wicked. Ja, Wicked ist vor allen Dingen ein sehr wichtiges Wort in dem Zusammenhang. Oh, jetzt hätte ich das hier vielleicht anklicken sollen. Jetzt bin ich gerade weg. Warte mal, wo stand das jetzt hier? A man's heart. Wicked, wo stand das denn jetzt? Man's heart is evil. Hier, das war's. So. Wicked ist das Wort, was wir uns in der Hinsicht wirklich merken sollen. Das ist ein sehr wichtiges Wort hier. Wicked. Also das Herz des Menschen ist schlecht im Grunde von Anfang an oder von seiner Jugend an. Und ich will künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Ja, und dann der letzte Satz, der ist auch noch ganz wichtig, denke ich mal, um darüber nachzusinnen. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte. Das heißt, davor gab es das so auf die Art und Weise nicht, obwohl ja bereits in einem früheren Kapitel gesagt wurde, dass der Mensch leben soll von der Arbeit im Schweiße seines Angesichts, mehr oder weniger. Ne? Nach dem Fall wurde das dem Adam gesagt. Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Also auch wenn Sie euch jetzt erzählen wollen, dass die Erde sich mit einer globalen Erwärmung erwärmt, wir werden deswegen nicht überall auf der Erde ständig Sommer haben, weil der Herr sagt hier selber, dass es Sommer und Winter, solange die Erde besteht, geben wird. So, und damit gebe ich es jetzt mal eben ab. Ich habe mir nämlich langsam den Mund fusselig geredet und ich habe mir noch zwei wunderbare Brüder in Christus, die jetzt sicher noch das eine oder andere zu sagen haben. Da Michael seine Tröte heute wieder mal nicht bei hat, höre ich ihn schon mit den Hufen scharren, seinen Kommentar geben zu wollen. Bitte, Bruder.
Ja, du hast jetzt schon so viel eingeholt, dass ich jetzt da kaum noch irgendwelche Sachen habe, die ich ja noch verfeinern könnte. Aber es ist anscheinend so, dass Noah, wie drücke ich mich mal aus? Andersrum gesagt, dass der Herr ja auch gesagt hat, er will den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Von seiner Jugend an ist er jetzt nicht auf das Alter des Menschen bezogen, sondern eigentlich auf das Alter der Menschheit bezogen, also von Adam und Eva an oder umgekehrt gesprochen von Eva und Adam an, aber es ist ja keine Schuldzuweisung. Deswegen sehe ich das einfach, verstehe ich den Vers so, dass die menschliche Rasse, die menschliche Generation damals, bis auf die 8 Menschen in dem Boot, da vernichtet worden ist, um einen Neuanfang zu machen. Und dieser Neuanfang wurde mit Noah und seiner Frau gemacht und den Söhnen und den Töchtern. Und das ist ein Versprechen von dem Schöpfergott, so wie ich es verstehe, dass also jetzt nicht mehr die Plagen auf der Erde so groß waren wie oder groß sein werden wie vor der Sintflut. Wir reden jetzt im Augenblick nur vom Alten Testament. Im Neuen Testament, in der Offenbarung, da spricht ja Jesus Christus zu Johannes im 21. Kapitel. Das ist jetzt quasi ein Riesensprung von einer der ersten Kapitel der Bibel zum fast letzten Kapitel der Bibel, wo Johannes bezeugt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die Erde waren vergangen und das Meer gab es nicht mehr. Und demzufolge wird diese Erde, muss man vorsichtig sein, diese Erde ja nicht ewig Bestand haben. Und diese Erde, so wie wir sie kennen, ist eben ordiniert für den Menschen. Und wenn Gott selber sagt zu den noch 8 verbliebenen Menschen, dass es also noch Sommer und Winter geben wird und Hitze und Kälte und so weiter und so fort, dann stimme ich dir da absolut bei, dann ist alles andere Panikmache und Angstmache und Verhöhnung der Bibel. Und nicht nur das, es ist einfach eine ganz einfache Lüge, weil wir auf dieser Erde so viel Vegetation und so viel Abwechslung haben, dass wir uns da aussuchen können, ob wir jetzt im Sommerurlaub nach Mallorca fahren oder im Winter zum Skifahren, was weiß ich, irgendwo hinfahren wollen oder auch im Winter nach Australien fahren können. Und solange dieses ist, mache ich mir eigentlich wenig Sorgen. Ich könnte eine ganze Menge dazu jetzt sagen, aber ich will dem nicht vorgreifen, weil ansonsten ich so den Anfang der Bibel mit dem Schluss aufrolle. Aber ich denke, wichtig ist, dass wir sagen können, da gibt es eine ganze Menge positive Versprechen in der Bibel, viele zitieren die Bibel und sagen, ja, er macht das nur Angst und alles wird kaputt gehen und alle werden vernichtet und dann kommt der Tod und keiner weiß, was da ist und so weiter und so fort. Aber ich finde durchaus, speziell auch in diesem Kapitel 8, da sind eine ganze Menge positive Dinge drin, die wir uns da rausziehen können. Ne? Also ist nicht immer so, als wenn wir sagen können, so pass mal auf, ne, wenn ein Handbreit abweicht, dann passiert was ganz Schlimmes und wir werden dauernd versucht, sondern es steht ja auch eine ganze Menge Positives da drin. Ne? Es ist nie zu dem Punkt gekommen, dass Gott oder Jesus Christus als Gott im Fleisch auf dieser Erde gesagt hat, ihr seid ein total verkommenes Volk, ihr seid ein verkommenes Geschlecht, ja, ihr werdet ohnehin vertilgt. Nein, es gibt immer den Ausweg über im Alten Testament halt den Bund mit den Israeliten mit Gott und im Neuen Testament der Bund auch für die Heidenvölker durch den Glauben an Jesus Christus. Also es ist nie zu spät und im Endeffekt ist es so, es gibt immer Hoffnung und Hoffnung ist, glaube ich, da gibt es ein Sprichwort, das Letzte, was stirbt. Und diese Hoffnung und diese frohe Botschaft, die eigentlich das Evangelium ist, ja, die haben wir zuhauf in der Bibel. Wir müssen halt einfach nur unsere Augen aufmachen und lesen. Und schon steht da drin, dass wir uns eigentlich um nichts sorgen können. Und da gibt es einen ganz schönen Satz in der Bibel, wo drin steht, dass wir uns einfach nicht sorgen sollen, weil die Vögel im Himmel, beispielsweise die Vögel, die da überall sind, sie sehen nicht, sie ernten nicht und euer himmlischer Vater ernährt sie dennoch. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele
sehr, sehr positive Dinge in der Bibel. Und ich hoffe, heute war beispielsweise eine Aussendung, eine Folge, die ziemlich ein positives Bild gebracht hat, dass Gott irgendwann gesagt hat, das ist zwar alles, fast alles verloren hier, aber da es einen aufrechten Menschen oder eine aufrechte Familie sozusagen gab, eben Noah mit seinen 7 Familienmitgliedern, da verschone ich die und der soll, und ich lasse ihm so viel Zeit, dass er die Arche bauen kann. Und die Tiere, die ja da sowieso nicht unter die, unter den Groll Gottes sozusagen fielen, die wurden da auch verschont. Die durften auch weiter sozusagen auf dieser Erde existieren. Ich finde dieses Kapitel 8 ein sehr, sehr positives und ich glaube bis jetzt wahrscheinlich auch so das positivste Kapitel in der Bibel. Und deswegen finde ich einfach schön, wenn man die Bibel liest und da auch mal was Positives rauszieht. Und deswegen gebe ich jetzt direkt weiter an Viktor. Viktor? Ja, ich habe mir auch noch mal so ein paar Gedanken eben noch gemacht. Auch auf jeden Fall finde ich diesen einen Punkt. Ja, ich bin da jetzt auch nicht wirklich weitergekommen. Das war das ging um, dass er nicht mehr des Menschen willen die, den Boden verflucht. Da bin ich jetzt aber auch nicht jetzt wirklich weitergekommen. Der andere Punkt mit Noah, die Opferung, ich denke, das ist so auch eine, das Glaubensbekenntnis, ne? Dass er auch glaubt daran, dass, ja, wenn man so will, dass eben die Saat des die Saat der Frau, der Saat der Schlange, die den Kopf zertreten wird. Ah ja, genau, da ist es ja nochmal. Ja, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen, mit dem Menschen will. Ja, ich bin da jetzt auch nicht so wirklich weitergekommen. Ich denke, das ist vielleicht nochmal, vielleicht an einem späteren Punkt, wo wir da nochmal ein bisschen da vielleicht nochmal einen Anhaltspunkt bekommen werden. Ja, und von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer, und ist natürlich auch irgendwo ja, ein beruhigendes Gefühl, ne? Finde ich zumindest. Ja, vor allen Dingen gibt es den Eindruck, dass vor der Flut es die Jahreszeiten so gar nicht gegeben hat, wie wir sie heute kennen, oder? Obwohl doch Gott die Sonne und den Mond gegeben hat, für die Zeiten und die Jahreszeiten erkennen zu können. Also von daher finde ich das irgendwie jetzt auch nicht so ganz deutlich, wie das genau ist. Und das ist natürlich von daher immer interessant, sich mit diesen Dingen später nochmal zu beschäftigen oder eben auch unseren Zuschauern zu sagen von, ja Leute, wir sind ja auch nicht diejenigen, die hier die Weisheit mit den Löffeln gegessen haben. Und wir wissen auch nicht auf jede Frage eine Antwort. Aber das kann man ja auch, das kann ja auch jeder für sich selber studieren und da vielleicht versuchen, dran auszukommen, um dann zu einem Resultat zu kommen, um zu verstehen, wie das jetzt genau gemeint ist hier. Ne? Also ich finde das schon ganz interessant, dass er sagt, von nun an soll nicht aufhören Sommer und Winter, Tag und Nacht. Tag und Nacht gab es ja vorher auch. Ne? Das war ja schon bereits am ersten Tag. Das haben wir ja vorher schon gelesen. Das ist ja noch nicht die Frage. Aber es ist schon ganz wichtig, dass wir hier sagen, dass Gott hier bereits ordiniert, dass Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht bestehen bleibt, solange die Erde besteht. Da kann der Antichrist also tun und machen, was er will. Er wird hier nicht gegen das Wort Gottes gehen können. Finde ich einen nicht ganz unwichtigen Punkt. Da wolltest du vielleicht ein bisschen drauf hinaus. So, hä? Ja, ich glaube, das ist ja heutzutage auch immer vieles, ja, wird natürlich auch ja, allgemein, wie soll ich das jetzt nennen? Ich meine, ihr seid ja damals auch vielleicht noch so in eurer Jugend, damals, was war bei euch denn so, dass die Agenda, ne? Das wird eine ewige Eiszeit geben oder irgendwas, ne? Oder jetzt. Ja, als ich in der Schule war, da wurde mir gelehrt, dass wir auf eine Eiszeit zugehen. Und autofreie Sonntage und was man nicht auch alles veranstaltet hat, ne? Das gab es doch damals auch schon, oder? Ja, das war aber hauptsächlich wegen der Ölkrise. Achso, wegen der Ölkrise, ja. Okay. 1973, glaube ich, war das, ne? Ja. Das war so ein bisschen so, dass... aber das, ja. Öl fließt heute immer noch, ne? Habe ich gehört. Ja, ja, und dann gibt es ja auch diese Peak-Oil-Geschichte, von einigen Leuten, die da unglaublich viele Videos drüber machen.
Wie gesagt, Öl, das ist wieder so eine andere Sache. Aber das war meines Erachtens so ein Moment, da haben die vor, ja, heute wohl knapp 40, 45 Jahren mal probiert, zu testen, wie kalt das Wasser ist, weißt du? Wie weit kann man denn reingehen? Wir probieren mal so ein bisschen Chaos zu säen, ne? Mit damals den Preisen für Brennstoff und so, also die ganzen Kraftstoff und sowas, die ja damals explodiert sind, die Ölpreise, die explodiert sind, um dann mal zu sagen, jetzt zeigen wir den Leuten mal, wie abhängig sie eigentlich von uns sind, und dann wollen wir doch mal gucken, wie weit wir gehen können, ne? So ein bisschen so nach dem Motto, wie der Jean-Claude Juncker das gesagt hat, ne? Wir stellen etwas in den Raum und dann wollen wir mal sehen, und wenn kein großer Aufschrei kommt, dann gehen wir wieder weiter, wir gehen auf jeden Fall keinen Schritt zurück und so weiter und so weiter. Das haben sie damals im Grunde auch schon gemacht, ne? Um mal zu sehen, wie weit sie damit gehen können. Ja, so sehe ich das. Ich weiß nicht, was Michael dazu zu sagen hat. Er ist ja in derselben Zeit groß geworden wie ich. Was haben Sie dir denn gelehrt? Doch auch eine Eiszeit in der Schule, oder? Ich bin mir da nicht so sicher. Also ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber Sie haben auf jeden Fall gelehrt, dass das Öl bald zur Neige geht. Ja. Das auf jeden Fall. Ja, also mir hatten Sie gelehrt, dass eine Eiszeit kommt. Ja. Wir müssen uns alle ganz warm anziehen. Ja gut, wir hatten schon Heizung zu Hause. Mir hat das nichts ausgemacht. Naja, es geht ja um die Zeit, wenn man draußen ist, nicht wenn man zu Hause warm hinterm Ofen sitzt. Ja. Na gut, Viktor, das war eine schöne Schlussbemerkung. Ich weiß nicht, hast du noch etwas, was du gerne anfügen möchtest, oder machen wir hier sonst? Nein, das waren noch meine letzten Bemerkungen, noch zu dem letzten, was wir gelesen hatten. Und ja, doch waren noch wieder auch einige interessante Dinge. Auch sicherlich, wo du vorhin auch sagtest, ab dem Punkt, ja, wie ist das jetzt gemeint mit den 120 Jahren? Ich denke, das ist dann auch sicherlich, vielleicht auch irgendwo sicherlich dann auch in dem Augenblick kann man das auch ganz gut dann in dem Kontext natürlich auch sehen, wenn man das jetzt wirklich irgendwo auf die Jahre genau versucht nachzurechnen und das vielleicht nicht ganz passt oder so, dass es dann eben auch gemünzt ist. Ich weiß jetzt nämlich, ob wir später noch lesen werden, ob noch jemand ja älter als 120 oder wesentlich älter als 120 Jahre alt wird. Das können wir ja später noch prüfen. Achso, das passiert noch. Achso, ja. Wir lesen im 10. Kapitel, meine ich, sprechen wir über die Nachkommenschaft der drei Söhne Noahs. Und da werden auch noch Jahreszahlen genannt. Also die Leute werden schon noch ein wenig älter, aber nicht mehr so alt wie vor der Flut. Also davon abgesehen. Ne? Ja gut, alles da. Nein, dann wäre das jetzt auch meine letzten Worte. Und ja, ich würde mich wieder freuen, mit euch das nächste Mal verbunden zu sein. Und sagt dann auch, ja, bleibt im Glauben und lest eure Bibel. Moment. Achso, Moment. Mehrdeutigkeit heißt Ambiguität. Und damit bin ich raus. Du hattest eben gefragt, Jörg, was Mehrdeutigkeit, da gibt es ein bestimmtes Wort für, und das heißt Ambiguität. Ja, Ambiguity im Englischen, ja. Kann sich keiner merken. Nee, stimmt. Sorry, Victor. Ich kenne das nur so als doppelt gemoppelt, ne? Was anderes wusste die Lehrerin immer mir nicht zu erzählen. Glücklicherweise heutzutage die Textprogramme, die unterstreichen das ja gleich, wenn da zwei Wörter hintereinander stehen, dieselben. Also hat man da meistens Glück, das zu erkennen. Ja, du wolltest das jetzt abschließen, Viktor? Ja, ich sag nur dann, bleibt, ja, bis zum nächsten Mal, und ich freue mich dann, wieder mit euch verbunden zu sein. Und sag dann Tschüss.